So, hallo und herzlich willkommen am Fluss zu einem philosophischen Thema, heute mal zur Abwechslung. Ist nicht das erste Mal, aber ist doch eine eher seltene Rubrik auf diesem Kanal. Ganz grob, worum, also zentraler Dreh- und Angelpunkt, weshalb ich das jetzt mal ein bisschen lang und breit diskutieren möchte, hat zwei Gründe. Erstens, ich kann später darauf verweisen, wenn ich wieder die Diskussion in den Kommentaren habe. Und zweitens, interessiert es euch ja vielleicht und ich brauche mal noch eben schnell ein Videothema, für das ich nicht allzu viel vorbereiten muss, außer mich hierher zu hocken und zu quatschen. Also, nämlich letzten Endes ist, wofür ich jetzt sehr weit ausholen werde, die Frage, wie man als Nicht-Veganer ethisch-moralisch noch in den Spiegel gucken kann. Ja, also, wer Tiere isst, ist ja bekanntermaßen blöd und nicht ganz so nachhaltig wie jemand, der nicht Tiere isst. Ja, also soweit stimmt's. Ob man jetzt deswegen gleich ein Mörder ist oder ein schlechter Mensch oder sonst wie, das ist eben durchaus was Umstrittenes, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise die allermeisten von uns, da ja der vegane Anteil in der Bevölkerung immer noch relativ gering ist, ziemlich gering sogar, die das auch dauerhaft bleiben, nicht die das jetzt mal trendmäßig mal eben ausprobieren und dann bald wieder vom Zug abspringen und dann ist es ihnen wieder egal oder sie halt eine vegane Diät machen und dann feststellen, aber ich will ja doch mein Schnitzel und dann ist es wieder egal und so weiter und so fort. Also die Veganerzahlen, das sind nicht die Leute, die mal gesagt haben, ich bin vegan und dann ist das in Stein gemeißelt und das werden immer mehr, das stimmt, aber es gibt halt auch viele, die damit wieder aufhören und das hält sich so ungefähr plus minus so ein bisschen die Waage. Tendenziell ist wohl, ich habe keine ganz aktuellen Zahlen, aber die letzten, die ich nachgeguckt habe, ein leichter Anstieg der Menge der freiwilligen Veganer, die deswegen Veganer geworden, nicht aus Armut, das gibt es ja auch, sondern aus Überzeugung oder Lust oder gesundheitlichen Gründen oder sonst irgendwie, aber sie könnten sich Fleisch kaufen und tun es nicht, weil... Ja, diese Sorte Veganer. Das ist ein bisschen angestiegen, ja, aber wir wissen auch nicht genau, wie hoch die Rückfallquote ist, weil viele, die Veganer werden, teilen das der Welt mit, ziemlich laut mitunter. Viele, die Veganer nicht mehr sind, machen das heimlich still und leise, ohne groß der Welt mitzuteilen, dass sie jetzt wieder Fleisch essen, weil sie dann vielleicht Angst haben von ihrer Community mit Eiersatz beworfen zu werden. Entschuldigung, ich wollte gerade mit Eiern werfen sagen, aber das tun sie ja nicht. Ja. Gut, das ist jetzt alles ein bisschen lustig. Vorneweg, bevor das jetzt hier nach Veganer-Bashing klingt, grundsätzlich habe ich großen Respekt vor jedem, der es hinbekommt, sich vegan zu ernähren. Er oder sie leistet damit einen wunderbaren Beitrag für die globale Nachhaltigkeit. Das ist eine schöne Sache, insbesondere wenn das freiwillig erfolgt. Welche anderen Motive da noch dahinter stecken mögen, das ist sicherlich auch alles nicht ganz unberechtigt. Massentierhaltung ist nicht gerade ethisch-moralisch besonders toll, das ist so. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Und... ansonsten ist einfach der Ressourcenverbrauch deutlich geringer, wenn sich jemand vegan ernährt. So, und jetzt werden einige vielleicht der Anti-Vegan-Fraktion noch anmerken, man kann sich gar nicht vegan ernähren, da stirbt man, wenn man nicht auf Zusatzstoffe oder sonst was oder Nahrungsmittelergänzungszeugs zurückgreift. Ja und, dann macht man das halt. Das ist doch jetzt kein Weltuntergang. Ich meine, wir leben eben nun mal in einer Zeit, in der man sich eben doch vegan ernähren kann, weil ja dankensweise durch die Biotechnologie Dinge wie Vitamin B12 eben auch künstlich erzeugt werden können und die funktionieren auch, wenn sie künstlich sind. Ach, das ist so. Da braucht man jetzt nicht lange diskutieren und versuchen jetzt doch noch irgendwie einen Weg zu finden, weshalb Veganer sein furchtbar ungesund ist. Man muss wohl... Also ich habe keine persönlichen Erfahrungen damit, beschäftige mich mit dem Thema aber ziemlich lange und kenne halt eben die Stoffwechselvorgänge, die diesbezüglich hintergrundtechnisch im Körper ablaufen, einigermaßen gut. Und kann sagen, geht. Ja. Man muss sich ein bisschen drum kümmern, das hängt so ein bisschen auch davon ab, wie viele Tabletten man zusätzlich noch fressen möchte oder ob man noch Tabletten zusätzlich futtern möchte oder eben doch sehr viel Zeit investieren, indem man bestimmte Algen und bestimmte Pilze und so weiter und so fort in größeren Mengen konsumiert und wirklich ganz genau aufpasst, was man wann, wie, wo isst, dann geht das wohl auch irgendwie komplett ohne Tabletten futtern und angeblich auch komplett ohne irgendwas, was mal aus einer Petrischale gekrochen ist.
Aber da muss man halt wirklich viel Zeit und Aufwand in seine Ernährung stecken. Da ist mal eben schnell das Brötchen von nebenan, vom nächsten Metzger auf die Kralle und weiter geht's. Das ist dann halt nicht drin. Überhaupt gibt es kaum gesunde Fastfood-Alternativen zur allseits beliebten, bei mir, Currywurst, ne, zum Beispiel. Musst du erstmal wirklich in der Stadt irgendwen finden, der dir, keine Ahnung, vielleicht noch einen Falafeldöner, da hast du vielleicht Glück. Ja, das könnte klappen, aber viele super gesunde und vegane Alternativen entlang des Weges wird man in manchen Bundesländern gar nicht, im ländlichen Raum wohl auch eher schwierig und so weiter, teilweise ein wenig suchen müssen. So, egal. Also, worum es mir geht, ich will gar nicht auf der veganen Ernährungsweise, wie gesagt, nicht rumtrampeln. Das ist eine schöne Sache. Was mir persönlich auf den Nerv geht, sind vegane Propheten, die alle dazu bekehren wollen, jetzt auch vegan zu sein. Aber jeder, der mich zu irgendwas bekehren möchte, was ich jetzt ab sofort sein möchte, soll, ist mir grundsätzlich unsympathisch. Das ist letzten Endes, ja, kann man sich auch wieder streiten, aber letzten Endes ist meiner Meinung nach die Ernährung, was man isst, eine ganz private Angelegenheit und geht niemand anderen was an. Punkt. Dein Körper, du darfst entscheiden, mit was du den am Laufen hältst. Das ist genauso privat, wie das jeder selber entscheiden darf, wen er gern hat, wen er sehr, sehr gern hat und mit wem er sein Leben lang zusammenleben möchte, etc. pp. Völlig unabhängig, meiner Meinung nach, ist mir scheißegal, geht mich gar nichts an, ob das ein Mann und ein Mann, eine Frau und eine Frau, Männlein, Weiblein oder irgendwas ganz Seltsames, ist mir völlig egal. Geht mich nichts an, völlige Privatangelegenheit. Was soll mich das kratzen, ne? Ganz ehrlich. Solange das jetzt nicht in meiner Wohnung geschieht, und davon gehe ich aus, dass das eher selten der Fall sein wird, alles gut. Ja? Also da kann man doch wirklich ein wenig, meiner Meinung nach, Toleranz durchaus ausüben. Ja? Man muss sich dem ja nicht anschließen, aber man braucht es auch nicht verteufeln. Meine Güte, geht doch einfach nichts. Ja, bisschen mehr Neutralität in diesem Zusammenhang halte ich für sinnvoll. Gut. Aber jetztatle, grundsätzlich ist, ne, das waren jetzt so ein paar erste Worte. Fangen wir jetzt mal am Anfang an. So, zunächst mal müssen wir jetzt für eine moralische bzw. eine ethische Beurteilung von irgendwas erstmal grob uns auf eine Grundlage geeinigt haben, auf der wir überhaupt unterscheiden, was ist denn jetzt nun richtig und was ist denn jetzt falsch. Ja? Und da gibt es jetzt verschiedene Modelle, die sich mal Leute vor mir ausgedacht haben. Man darf sich selbstverständlich auch gerne selber was ausdenken und das dann halt publik machen oder einen ganz persönlichen Weg jeweils gehen. Interessant ist aber halt immer in jedem Fall bei einem in einer gewissen Sozialstruktur lebenden Säugetier, sprich Homo sapiens, ich habe das immer so ein bisschen aus einer ökologischen, biologischen Perspektive, auch wenn ich philosophische Themen angehe, das darf auch gerne wer anders machen, aber bei mir ist das halt so. Und für ein Säugetier, das in Gruppen lebt, gelten nun mal bestimmte Regeln, wie man sich in dieser Gruppe zu verhalten hat, um ein produktiver, allgemein anerkannter Teil dieser Gruppe zu sein. Das lässt sich bei jedem Säugetier, das in Gruppen lebt, beobachten. Die haben bestimmte soziale Normen. Du kannst das Oberwildschwein nicht ständig ins Ohr beißen als Frischling, sonst jagt es dich davon und wird auch mal ein bisschen ruppig im Umgang mit dir. Und wenn du deine Mutter zu oft nervst, dass du gefälligst an die Zitze willst, obwohl sie gerade keine Lust hat, dich zu säugen, weil du gerade was hattest, dann wirst du halt auch mal ruppig davon gejagt. Ohnehin kann man sehr viel interessantes Sozialverhalten beim Beobachten einer Rotte Wildschwein lernen. Da geht einiges ab und einiges, was uns möglicherweise bekannt vorkommen könnte, weil halt eben so bestimmte Regeln zum Zusammenlegen in Gruppen bei allen intelligenten Tieren feststellbar sind. Guckt euch mal ein paar Delfine an im Zweifelsfall. Die sind ja auch super, super intelligent. Oder Menschenaffen oder einfach normale Affen, also nicht Menschenaffen. da kann man wirklich ganz viel Spannendes entdecken, was an uns erinnert und was einfach so universelle Regeln zum Zusammenleben in Gruppen bei intelligenteren sozialen Tieren eben darstellen. Das heißt, wo auch immer wir im Tierreich hingucken, übrigens selbst in Völkern lebende Insekten haben gewisse Regeln des Zusammenlebens. Die sind mit unseren jetzt vielleicht nicht unbedingt allzu kompatibel, aber es gibt welche. Ja? Und wer da aus der sozialen Norm, also quasi dem, was dem Gesamterhalt der Gruppe nützlich ist,
herausbricht, weil er irgendwie zu viel Individualismus geraucht hat oder sowas in die Richtung, der wird halt von dieser sozialen Gruppe, in der er sich befindet, dafür abgestraft werden. Das funktioniert, wie gesagt, bei Tieren genauso wie bei uns Menschen, weil man sich halt eben nicht zum Wohle der Gruppe, der man angehört, die von einem meiner Meinung nach gerechtfertigterweise erwartet, dass man irgendwie ein nützlicher Bestandteil dieser Gruppe sein möge und nicht nur eben auf Kosten der Gruppe durchgetragen werden soll, sondern auch irgendwas zum Überleben der Gruppe beiträgt, aktiv, ja, nicht nur die Gruppe beschützt mich und ich mache dafür nichts, ich spiele PlayStation zum Beispiel. Ja, und ja, eben weil man das bei Tieren beobachten kann, finde ich, dass das bei allen sozial, und wir sind nun mal ein sozial lebendes Tier, ich meine, wir dürfen, theoretisch können wir auch einzelgängerisch leben, da müssten wir aber wohin gehen, wo wir dann auch wirklich keinen Einfluss auf andere Menschen haben. Wer sich also das berühmte Blockhaus in Kanada irgendwo in dem Busch baut, der darf das tun, oder meinetwegen in Australien Schlangenmilch melkt, der darf das selbstverständlich auch gerne tun, irgendwo mitten in nirgendwo und so weiter und so fort, und einfach an den ganzen Sozialkrempel nicht teilnimmt, da muss man auch keine Rücksicht auf Sozialkrempel nehmen. Wenn man aber am Sozialkrempel irgendwie teilnimmt, und das sind dann doch die meisten von uns, da muss man auch eine gewisse Rücksicht auf den Sozialkrempel nehmen. Das ist überall eben bei anderen Tieren, Lebewesen auch so. Ja, in gewissermaßen kann man das sogar auf Pflanzen übertragen. Die haben auch, ja, wer sich aus dem Kollektiv heraus völlig anders verhält als die anderen, sondern Motto, ich blühe im Winter, ich bin Individualist. Ja, das darfst du schon so tun, aber dann wirst du halt deine Gene niemals weitergeben können, weil niemand anders außer dir im Winter blüht, du Individualist. Ja? Also Individualismus ist eine schöne Sache, wird aber ab einem gewissen Punkt schlicht und ergreifend dämlich, beziehungsweise man kann aus Trotz sagen, dass man jetzt super individuell gestorben ist, wenn man es dann ist. Aber wenn einem das persönlich gefällt, darf man das selbstverständlich auch gerne tun. Ich meine, wir sind ein freies Land, weitgehend. Ich bin ganz dankbar, dass wir nicht ein so freies Land sind, wie dieses angeblich ach so freie Land da. Egal. Jedenfalls, das kann man alles machen. Es führt halt nur nicht unbedingt immer dazu, dass es wirklich eine gute Entscheidung ist. Drum, bei der Frage, ob richtig oder falsch, sollte man neben persönlichen Präferenzen halt eben auch die Ansichten der jeweiligen sozialen Gemeinschaft, in der man sich, wenn man sich dann in einer befindet, berücksichtigen. So, und das heißt, wir brauchen ein Konzept für richtig oder falsch, das diesen Grundgedanken mit aufnimmt. So, und da hat sich für mich aus einer ökologischen Perspektive so ein Stück weit, also aus angelehnt an Tiere, andere Tiere im natürlichen Lebensraum, die nicht so große Probleme haben wie wir, weil sie nicht mit so einem sehr leistungsfähigen und deswegen leicht überforderten Gehirn rumrennen wie wir, bei denen hat sich halt eben herausgestellt, dass sich an gewisse soziale Normen zu halten ganz sinnvoll ist und für den Erhalt der Gruppe was zu tun ebenfalls ganz sinnvoll ist. Dazu kommen wir dann gleich noch. Und das Konzept, das sich jetzt Philosophen diesbezüglich ausgedacht haben, ohne da jetzt allzu sehr drauf eingehen zu wollen, nennt man Utilitarismus. Und das ist quasi die Philosophie des richtigen Handelns, wenn man so will. Ich denke, so kann man es ganz grob übersetzen. Es ist auf jeden Fall eine Handlungsethik. Wenn jemand utilitaristisch handelt lebt, dann überlegt er, bevor er eine Handlung durchführt, ob diese netto das Gesamtwohlbefinden seiner sozialen Gruppe und im krassesten Fall das Wohlbefinden von allen begünstigt. Ja? Und das ist jetzt in der Theorie so, dass du dann quasi bei jeder Handlung überlegst, wenn ich jetzt das und das und sel und jenes mache, haben dann alle was davon. Nutzt das nicht nur mir, sondern nach Möglichkeit auch noch allen anderen. Das ist ein sehr theoretisches Konstrukt und ist in der Praxis fast nie umsetzbar. Ne? Also wie kleine Leuchten, die wir hier so rumrennen, wir sind schlicht nicht in der Lage, meistens irgendwas zu tun, selbst wenn wir es, das allen nützt. Und außerdem, wie definiert man alle? Ja? Ist Utilitarismus richtiges Handeln sozusagen nur dann erfüllt, wenn du quasi
der Stockente, die da hinten nicht schwimmt, aber sie könnte es, den Nachbarn, der Müllabfuhr und dem Hersteller des Sackreises, der in China gerade umgefallen ist, wenn das denen allen zugute kommt, nur dann ist diese Handlung richtig. Das wäre natürlich rein technisch gesehen eine Ansicht, die man haben kann. Wenn man das allerdings vertreten möchte, dann wird einem schnell klar werden, dass noch niemand auf diesem Planeten jemals irgendwas richtig gemacht hat. Ja, weil das schlicht nicht möglich ist, dass es auch anderen Spezies zugutekommt. So, und jetzt kann man dann vielleicht eben noch vermuten, eben aus einer gewissen ökologischen Sichtweise heraus, dass ein Utilitarismus, der zumindest der eigenen Spezies nützt, das ist vielleicht umsetzbar, würde ich behaupten wollen. Ne? Und das basiert auf einer biologischen Grundlage. Denn wenn wir uns jetzt mal angucken, was denn für andere Lebewesen nochmal ne, hier so auf dem Planeten so unterwegs sind, dann stellen wir bei sämtlichen Lebewesen mal vielleicht von ganz uralten Archebakterien oder Archäen, was die genau tun, das ist ein bisschen umstritten, aber wenn wir die mal außen vor lassen, dann stellen wir bei allen anderen Lebewesen fest, dass sie nach drei Prinzipien handeln. Das dritte ist nicht immer erforderlich oder wird manchmal einfach ignoriert, weil sie zu primitiv sind, um da auch noch dran denken zu können, aber mindestens nach zwei Prinzipien handeln. Nämlich Punkt 1 des Jobs, den du im Leben so hast, am Leben bleiben. Punkt 1, ja? Das machen eigentlich nahezu alle nicht besonders geschädigt oder kranken Individuen, nahezu von jeder Art von Lebewesen, dass die versuchen, am Leben zu bleiben. Die haben also einen gewissen Drang und eine gewisse Motivation, nicht zu sterben. Oh, da würden sich die allermeisten von uns sicherlich auch anschließen, ne? Außer Leute, die eben entsprechend schwer krank sind. So, nächster Punkt, das Aufrechterhalten der eigenen Spezies bzw. die Weitergabe der eigenen Gene. Ja, das kann man jetzt so ein bisschen sich streiten. Geht es darum, dass die Spezies in Raum und Zeit erhalten bleibt oder geht es darum, dass die eigenen Gene innerhalb der Spezies in Raum und Zeit erhalten bleiben? Und deswegen kann man sich da dann auch nochmal eben kloppen, ob es nicht vielleicht eben zwei weitergehende Ziele sind, nämlich einmal auf Kategorie 2 neben selbst am Leben bleiben, weil wenn du selbst tot bist, kannst du ja nichts anderes mehr machen. Ne? Und dann auf Platz 2 die eigenen Gene weitergeben, weil man möchte ja bitte gerne, dass eben die eigenen Nachkommen, die man, wenn man dann Nachkommen hat, im Regelfall gern hat, und das ist auch ja überall im Tierreich durchaus festzustellen, dass zwar diese Mutter-Kind-Bindung nicht immer ewig hält, nicht immer, es gibt auch Beispiele, da hält sie sehr wohl sehr lange und die Tiere, intelligente Tiere wissen, wer ihre Töchter, Söhne oder die Mutter jeweils und so weiter und so fort sind, das gibt es auch. Aber je nach Zusammenlebensweise von verschiedenen Tieren ist es einfach ein großer Verwandtenverwandt, wo jeder ein totes Jungtier betrauert, wo man auch sichtbare Trauerreaktionen oder zumindest ein Fehlen eines Individuums, das vorher da war, das mit Negativität einhergeht, beobachten kann. Ja, wir müssen da vorsichtig sein. Der Begriff Trauer, eine konzeptionelle Vorstellung von Trauer, wie wir als Mensch sie haben. Ob das zum Beispiel ein Elefant auch hat, das ist nach wie vor super, super umstritten. Was wir mit Sicherheit aber sagen können, ist, dass ein Elefant in der Lage ist, das Fehlen eines anderen Tieres durchaus festzustellen und darauf mit zum Beispiel Stress oder anderen negativen Emotionen zu reagieren. Ja, ob das, wie sich das anfühlt im Kopf vom Elefant, das wissen wir natürlich nicht. Ob das mit unserer Form von Trauer vergleichbar ist, wissen wir nicht. Aber es ist mindestens ein Gefühl des Verlustes, dass da jetzt etwas nicht mehr ist, was vorher da war, und dass sie auch individuell zuordnen können, wer da jetzt nicht mehr ist und nicht mehr da, ja, und vorher da war. Und daher, ja, schwer zu sagen, aber drum kommt es auch so ein bisschen immer darauf an, in welcher Lebensweise die Tiere zusammenleben. Sollen die eigenen Gene wirklich geschützt werden? Ausschließlich die eigenen Gene. Beispiel Eisbär. Männliche Eisbären oder männliche Braunbären töten gerne junge Bären, also Bärenkinder, die von wem anders stammen. Damit, wenn bei wenig Nahrung, ihr eigener Nachwuchs, genetisch ihrer sozusagen, um den sie sich einen Scheiß kümmern, bessere Überlebenschancen hat. Also ein Stück weit sorgt
sorgen sie schon auch wieder für den Erhalt der eigenen Gene auf Kosten der eigenen Spezies, dass sie ja Mitglieder ihrer eigenen Spezies wiederum töten. Da steht also der Erhalt der eigenen DNA sozusagen weiter oben im Kurs als Erhalt der Spezies als solches. Kann man zumindest ein Stück weit so interpretieren. Und das ist halt super kompliziert und kommt ganz stark auf die Art an, aber wir haben auf jeden Fall bei jedem Lebewesen, außer vielleicht bei Homo sapiens, wir sind die einzigen, die absichtlich beschließen können, also soweit wir das wissen, uns nicht zu reproduzieren, weil verschiedene Gründe, wer auch immer sich da aus welchem Grund für auch immer für entscheidet, ne, das ist ja eine ganz individuelle und persönliche Angelegenheit, aber grundsätzlich wäre auch bei uns oder bei sehr, sehr vielen von uns zumindest so ein Wunsch nach Reproduktion, ein einprogrammiertes Bedürfnis, Kinder haben zu wollen, ein Kinderwunsch, Reproduktionsabsicht, Weitergabe der eigenen Gene, Vererben des Familienimperiums, Vererben vom Häuschen, man kann nichts mitnehmen in den Tod, ist vielleicht bei uns ausgeprägter als bei anderen Lebewesen, bei manchen von uns, weil wir ja wissen, dass wir nichts mitnehmen können in den Tod und vorher trotzdem einen Haufen Zeug angehäuft haben, was uns leider zu eigen ist. Und dann eben eine Reproduktion besonders wichtig ist, weil man dann das Gefühl hat, eben das ganze Zeug, was man angehäuft hat, dann halt doch noch an eine nächste Generation weitergeben zu können und ein Stück weit so doch noch zu leben, obwohl man ja irgendwann bekanntermaßen nicht mehr lebt. Ja, auch wenn manche Leute das nicht wahrhaben wollen. Gut, Punkt Nummer 3 jedenfalls ist dann in der großen Motivationsliste aller Lebewesen eben das Aufrechterhalten der eigenen Art, beziehungsweise damit einhergehen, und da können wir uns jetzt wieder kloppen, also der eigenen Spezies, oder und, schwierig, muss man sich kloppen, wie gesagt, der Lebensgrundlage der eigenen Spezies. Ja? Das können wir beispielsweise bei Pflanzen oder auch Pilzen relativ gut beobachten, dass es da auch so eine gewisse Form von auf den ersten Blick Altruismus gibt. Das sind die beiden fiesen Fachwörter, die ich heute verwende. Einmal Utilitarismus und den Altruismus. Altruismus ist Selbstlosigkeit. Das heißt, du opferst dich selbst gegebenenfalls oder nimmst in Kauf, dass du Schäden welcher Art auch immer erleidest, um anderen dafür Gutes zu tun. Beispiel: Buche kann man so einen gewissen ökologisch angewandten Altruismus unterstellen. Denn zumindest sieht das sehr so aus, als könne man das. Ne? Da müssen wir auch noch ein bisschen weiter forschen, aber ja. Denn die schmeißt auf Kosten der eigenen Gesundheit seit jetzt circa 10 Jahren erheblich mehr Bucheckern vom Baum, als sie eigentlich gut tut. Es lässt sich also relativ sicher nachweisen, dass wenn sie weniger Bucheckern produzieren würde, also weniger auf Teufel komm raus Nachkommen in die Welt setzen würde, dass sie dann selbst als Individuum deutlich bessere Überlebenschancen hätte. Und da gibt es eben Fälle, auch bei anderen Bäumen, also bei der Buche ist es halt besonders deutlich, der sogenannten Notfruktifikation. Das heißt, der Baum könnte noch ein paar Jahre vor sich hin sterbseln oder er nimmt jetzt alle Ressourcen, die er hat, zusammen, macht ein letztes Jahr nochmal richtig schönen Fruchtbehang, was auch immer da dran hängt, Nüsse, Beeren, Wurst, und bringt sich damit sozusagen selber um. Das natürlich nicht, es ist kein aktives Sich-Selbst-Töten, wie wir das machen können, indem wir ja, oder Ähnliches machen, aber es ist ein sich so nah an den eigenen Exitus bringen, ein bewusstes, ja, wobei man sich wieder streiten kann, inwiefern Pflanzen ein Bewusstsein haben. Ne? Also wahrscheinlich haben sie es nicht, jedenfalls nicht so, dass wir es erfassen könnten und dass es unserem in irgendeiner Form gleicht. Das haben sie mit Sicherheit nicht. Ja, sie haben, wenn dann, was ganz Individuelles, völlig anderes, was wir nicht verstehen können, mit unserer Weltanschauung nicht kompatibel. Egal, jedenfalls bringen sie sich trotzdem aktiv an den Rand des Todes, der dann auch fast immer erfolgt, weil sie dann keine Möglichkeit mehr haben, sich von diesen Strapazen zu erholen, um eben als letzten Akt des Altruismus, wenn man so möchte, nochmal Nachkommen hervorzubringen. Beispiel aus dem Tierreich, Lachs. Lachs schwimmt den Fluss hoch und macht dann als letzte Amtshandlung unter völliger Erschöpfung Laich. Boing. Und dann sind sie tot. Ja, die sterben, selbst wenn sie nicht vom Bär oder von Seven vs. Wild Teilnehmern
die haben ja noch nie einen Lachs gefangen, ist egal, gefressen werden. So. Und das kann man irgendwo als Altruismus verstehen. Ja? Die Selbstaufgabe zugunsten von wem anders. Aber da haben wir jetzt eben wieder Priorität Nummer 2. Beziehungsweise ein Stück weit auch das Abgeschlossene von Priorität Nummer 1, sprich den Selbsterhalt. Der Selbsterhalt dient Ziel Nummer 2, der Weitergabe der eigenen Gene, beziehungsweise Ziel Nummer 3, dem Bestand oder dem Aufrechterhalten der eigenen Spezies. Und wenn letzten Endes für viele Lebewesen Ziel 2 und 3 eigentlich die wichtigeren sind, und Ziel 1 nur mittelbar für Ziel 2 und 3 oder von mir aus auch 4 Ziele, wenn man das nochmal alles ein bisschen weiter auseinander differenzieren möchte, ist egal. Wenn das dazu dient, dann ist es ja irgendwo nicht mehr eine Selbstaufopferung, sondern eine Selbstaufopferung, die dem Ziel aller Organismen, ihre eigenen Gene in der Zeit aufrecht zu erhalten und somit eine gewisse Form von Unsterblichkeit, wenn man das so nennen möchte, zu erlangen, dann ist das ein sinnvoller Akt und dann ist es gar nicht mehr 100%, also irgendwo unmittelbar ja, aber es ist langfristig strategisch gesehen nicht mehr selbstlos, wenn eben die Buri ihr eigenes Leben nahezu opfert, um eben sicherzustellen, dass in der nächsten Generation wieder ein Buchenwald stehen wird. Und das meine ich jetzt auch mit dem Aufrechterhalten des eigenen Ökosystems, denn Buche wächst im Wesentlichen nur im Buchenwald, beziehungsweise die richtig guten Überlebenschancen hat ein junger Buchenkeimling, wenn über ihm eine alte, fast tote Buche steht oder mehrere davon und außer Buchenkeimlingen kaum was da ist, was die Altbuchen vorher sichergestellt haben, dass außer Buchen unter Altbuchen nicht viel anderes an sonstigem Grünzeug zu finden ist. So, ja, und da haben wir dann schon. Ja, das ist halt eben dieser ökologische Altruismus oder biologische Altruismus oder da gibt es verschiedene Fachbegriffe für, der halt eben dann doch nicht richtig ist. Weil richtig bedeutet, du hast keinen Vorteil davon, dass du dich selbst aufgibst, um anderen zu helfen. Das wäre dann eher was, wozu theoretisch Menschen in der Lage sind, praktisch sicher auch. Und ich möchte behaupten, in der Geschichte ist das immer mal wieder vorgekommen. Wir nennen das im Allgemeinen sowas wie Heldentaten. Ja, es gibt da ein schönes Gedicht, das ich mal auswendig lernen musste, das hat mir aber auch gefallen, von John Maynard. John Maynard war unser Steuermann, aushielt er, bis er das Ufer gewann. Ich habe vergessen, wer das geschrieben hat, ich meine Theodor Fontane, aber Angabe ohne Gewähr, kann auch wer anders gewesen sein, ich schreibe es euch unten hin, ich gucke das nochmal nach. Da geht es jedenfalls darum, dass auf dem Eriesee eine Fähre unterwegs ist, die plötzlich Feuer fängt. Und alle auf der Fähre drohen zu sterben, aber hinter dem Feuer, die Ruderseite, also das Backbord des Schiffs, da brennt's. Ja, und alle rennen nach vorne Backbord ist ja links oder rechts, das Heck beginnt zu brennen und alle rennen in den Bug, ha, jetzt stimmt's. Und im Heck am Steuer steht halt weiterhin John Maynard und ist sich vielleicht bewusst, dass er da verbrennen wird, wenn er jetzt weiter das Schiff auf Kurs hält. Aber wenn er nicht das Schiff weiter auf Kurs hält, um irgendwie ans Ufer zu scheppern, damit die Leute von Bord gehen können, bevor das Schiff sinkt und dann im superkalten See landen, das war wohl irgendwie im Winter, die wären also erfroren, wenn sie ins Wasser gefallen wären. Ne, der Eriesee, der ist ja USA, Kanada, so dieser Bereich. Und also an der Grenze, die Grenze selber, das weiß ich jetzt nicht genau geografisch, aber da ist kalt. So, und ja, da hat er sie halt eben auf diesem Wege gerettet, soll so gewesen sein. Ich muss das auch nochmal recherchieren, inwiefern das stimmt. Schreibe ich euch auch unten hin, ob das eine Legende ist oder eine wahre Begebenheit. Und ist dann ein Heldentod gestorben. Gibt es ja noch diverse andere Beispiele, sowohl fiktiv als auch tatsächlich stattgefunden, wo jemand sich zugunsten von anderen geopfert hat. Häufig, und das schließt sich so ein bisschen der Kreis, dass wir Menschen eben in vielen Fällen auch ein Tier, ein Säugetier sind, zugunsten des eigenen Nachwuchses. Ja? Dass sich also ein Vater oder eine Mutter für die Kinder, für möglicherweise ein Großvater, möglicherweise für Enkelkinder
oder sowas in die Richtung mal opfert, ja, um denen bessere Aussichten auf eine Zukunft zu ermöglichen oder sie unmittelbar zu retten vor einer Gefahr, die er durch sein Opfer oder ihr Opfer abwenden kann, dann ist das schon vorgekommen. Ja? Und das deckt sich mit eben diesem biologisch-ökologischen Altruismusgedanken, dass man sich selbst zugunsten der Weitergabe der eigenen DNA, in diesem Fall, an die nächste Generation opfert oder auch für Organismen oder für Individuen, die nicht die Möglichkeit hatten, ihre eigenen Gene weiterzugeben, ja, kann trotzdem ein Beitrag zum Erhalt der eigenen Art oder der Gene der eigenen Gruppe, ja, der eigenen Ethnie, wenn wir so wollen, erreicht werden, indem man, auch wenn man Kinder, die kinderlose Tante ist beispielsweise. Ja. Wölfe, da kommt es vor, dass sich Weibchen vorzugsweise dazu entscheiden, bei ihren Eltern zu bleiben und dann nie abwandern und ihr Leben lang kinderlos bleiben und damit immer als Tante quasi bei der Jungenaufzucht helfen. Das ist sehr wichtig und erhöht die Überlebensfähigkeit von Wolfsjungen in dem entsprechenden Rudel außerordentlich. Aber dieses eine Individuum hat für sich sozusagen beschlossen oder es ist irgendwie so gekommen. Ich weiß nicht, inwieweit da eine aktive Entscheidung dahinter hängt. Das ist schwer zu untersuchen jeweils. Aber in jedem Fall wird hier die Weitergabe der eigenen Gene darauf verzichtet, zugunsten des Erhalts der Spezies bzw. des Erhalts des Lebensraumes, des Ökosystems, in dem dann eben weiter der Erhalt der Spezies gesichert ist. Das mit dem Ökosystem, dass das erhalten bleiben soll, das ist umso wichtiger, je mehr eine spezielle Art bzw. ja, Spezies eben darauf angewiesen ist, ein spezielles Ökosystem zu haben und je empfindlicher dieses Ökosystem ist. Ja, also im Fall von Pflanzen ist es sehr, sehr wichtig, dass genau das Ökosystem, in dem die jeweils wachsen können, weil sie nur unter bestimmten Bedingungen wachsen können, erhalten bleibt. Für ein Tier wie ein Wolf ist das ziemlich scheißegal, der lebt zirkumpolar, mindestens, fast schon kosmopolitisch und kann in fast jedem entsprechenden Lebensraum, den der Planet auf der Nordhalbkugel so zu bieten hat, kann der Wolf überleben. Das heißt, der muss sich nicht darum kümmern, dass eine bestimmte Landschaft erhalten bleibt. Da reicht's, wenn eben genügend Individuen von ihm da sind. Ja? Und die Gruppen, in denen sich der Wolf jeweils befindet, jetzt kann man zum Beispiel sagen, nur der Mensch führt Kriege. Ja, nicht so richtig, ja? Weil es kann mal passieren, dass ein Wolfsrudel jagt auf ein anderes, sehr kleines Wolfsrudel, das eben Wolfsrudel A zu nahe gekommen ist, zum Beispiel macht. Oder bei anderen Tieren gibt es das eben auch, dass die durchaus, oder Affen, Schimpansen, die andere Gruppen von Schimpansen umbringen, damit, ja, sie die Nahrungshoheit in diesem Gebiet haben. Dann haben sie im Überfluss zu fressen und die anderen sollen da gefälligst nichts von abhaben, weil dann hätten sie selbst ja weniger. Das sind alles sehr menschliche Prinzipien, wenn man das mal böse formulieren möchte. Das gibt es auch bei Tieren. Also je mehr man sich mit der Ökologie beschäftigt, desto mehr fällt einem auf, dass wir letzten Endes auch einfach nur Tiere sind. Ja, und bezüglich dessen, um jetzt mal irgendwann ein bisschen voranzukommen, können wir jetzt für unsere Sonderstellung auch eine ganz interessante Idee bitte mal im Hinterkopf behalten. Nämlich der außerordentlich bedeutende, für die deutsche Ökologie außerordentlich bedeutende Landschaftsökologe, der übrigens die Landschaftsökologie mehr oder weniger, hat sie nicht erfunden, aber doch sehr bekannt gemacht, Wolfgang Haber, Professor Dr. Wolfgang Haber, Dr. Dr. HC inzwischen, mindestens, ja, wirklich bemerkenswerter Mann, habe ich großen Respekt vor, drum war mir das einfach wichtig, an dieser Stelle das nochmal kurz erwähnt zu haben. Wie auch immer, jedenfalls, der hat ein interessantes Konzept geprägt, nämlich das Doppelwesen Mensch. In einem ausgezeichneten Vortrag, den ich als junger Student, also noch relativ früh im Studium, mal hören durfte. Und das Doppelwesen Mensch ist so zu verstehen, dass wir einerseits ein Säugetier sind, mit allem, was ein Säugetier so ausmacht, ja? Also Arterhaltungstrieb, Hunger, Bedürfnisbefriedigung, Instinkt. Zum Beispiel, ne, wenn meinesgleichen, also wir Männer, uns ein bisschen arschlochmäßig Frauen gegenüber verhalten und das dann damit begründen, dass das halt nun mal Biologie sei, dann ist das zum Teil richtig. Ja, das ist,
Man darf sich deswegen trotzdem nicht wie ein Arschloch verhalten, aber die Begründung, dass es in der Biologie irgendwie liegt, teilweise mancher Männer auch einen gewissen Hang zu Reproduktion gegen den Willen eines Weibchens, in unserem konkreten Fall natürlich einer Frau, durchzusetzen, das kann halt auch funktionieren, weshalb man unter anderem eben entwicklungsbiologisch bzw. evolutionsbiologisch davon ausgeht, dass so ein Hang zu Sexualdelikten ein Stück weit Säugetier entspricht. Ja? Oder auch sonst einfach auch eine gewisse Gewaltbereitschaft. Wenn du einen Knochen mit eine Schüssel Cornflakes gefunden hast, ja? Die steht da irgendwo rum. Und du hast gerade super Hunger und willst die jetzt aufessen. Und dann kommt irgend so ein anderer kleiner Mickriger daher. Ja, dann kickst den weg, wenn der dir deine Schüssel Cornflakes klauen möchte. Und frisst die Schüssel Cornflakes gefälligst alleine. Also samt der Schüssel natürlich. Und das ist zu Recht von uns als funktionsfähiger Gesellschaft inzwischen völlig zu Recht, ja, ohne jeden Zweifel und ohne jedes Wenn und Aber, als falsch gebrandmarkt, ja, und das ist es auch, aber es entspricht irgendwo dem normalen biologischen Verhalten unserer nächsten Verwandten, wenn wir uns beispielsweise jetzt mal wieder die Schimpansen angucken. Aber ganz spannend, wenn man alles vieles von den Schimpansen ablesen möchte und so tun, als seien die Schimpansen quasi das, was unsere Biologie darstellt, abseits des Hirnes und der Vernunft, das Gegenteil von dem zu machen, was uns unsere Gene teilweise sagen, was wir jetzt tun sollen, ne? Die Fähigkeit haben wir ja, also einige von uns, ich behaupte nicht unbedingt zwingend jeder gleichermaßen ausgeprägt, aber theoretisch sollten wir dazu alle zumindest ein bisschen in der Lage sein. Ja, und wenn man jetzt eben Schimpansen nimmt und sagt, ja gut, die Schimpansen machen das auch so, also liegt es in meiner Biologie, also mache ich das jetzt so, dann muss man gleichzeitig sagen, man kann aber auch Bonobos nehmen. Bonobos sind eine viel friedlichere Menschenaffenart, ja? Spezies, das ist der Begriff, den ich gerade gesucht habe, Entschuldigung, die unter anderem im Matriarchat leben, sehr viele Probleme durch, ich sag jetzt mal, Liebe, also konkret Sex, lösen und bei denen es sehr viel weniger Gewalt und sehr viel weniger Territorialkämpfe und es geht einfach friedlicher zu, schlicht und ergreifend. Ja? Und jetzt ist halt eben die Frage, an welchem unserer näheren Verwandten, das sind ja keine Vorfahren von uns, das ist ja Koevolution, aber an welchem unserer näheren Verwandten wollen wir uns orientieren? Welcher gibt unsere Biologie vor? Sind es jetzt Bonobos, dann müssten wir alle im Matriarchat leben und freie Liebe und so weiter. Ne? Oder sind wir dann doch eher Schimpansen? Und das entspricht ziemlich genau der Realität von Homo sapiens. Ja? Dass wir eigentlich eher zumindest auf gesellschaftspolitischer Ebene in den meisten Ländern eher Schimpansen sind und weniger Bonobos. Ja? Und deswegen ist es immer sehr schwierig, jetzt zu sagen, dies und das und sel und jenes liegt an der Biologie. Aber so diese Grundprinzipien für die biologische Hälfte des Doppelwesens Mensch, nämlich, dass wir eben ein dringendes Bedürfnis haben, unsere Gene weiterzugeben und unsere Spezies am Leben zu erhalten. Zumindest kann ich das nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber dieses Bedürfnis, so in irgendeine Richtung diesbezüglich gehend, das habe ich schon. Ja? Beziehungsweise bei mir ist sehr stark ausgeprägt, das klingt vollkommen dämlich, aber ein Stück weit entspricht das ganz normal der Biologie, dass ich so ganz gerne ein kleines bisschen, ist mir bewusst, dass das nur ein winzig, winzig, winzig kleines bisschen sein kann, aber dieses winzig, winzig, winzig kleine bisschen würde ich gern beisteuern zur Rettung der Menschheit, sozusagen. Ja? Das ist so ein wenig die man wäre gern der große Held-Fantasie, die habe ich ein bisschen, ja, das muss ich bei Selbstreflexion irgendwo zugeben, auch wenn das natürlich dämlich ist und man das im Grunde nicht gerne zugibt, aber ich lebe das aus durch mein Bedürfnis, vielen Leuten, also möglichst vielen Leuten, natürlich aber auch nur die es interessiert, Zeug zu erzählen, was zu einer nachhaltigen Zukunft hilfreich sein könnte. Ja? Und da ich eine nachhaltige Zukunft für durchaus menschheitrettend erachte, fühlt sich das für mich sehr, sehr selbstverwirklichend an. Ja? Und das
glaube ich, dass das in vielen Fällen so ist, dass Leute, die was tun, das sie als Selbstverwirklichung bezeichnen würden, oft das Gefühl haben, das Gefühl reicht ja, ob das de facto jeweils so ist, ist ja, das spielt ja dann keine große Rolle mehr, aber du musst selber davon überzeugt sein, dass das, was du tust, in irgendeiner Form zum Erhalt der Menschheit oder zum Besseren der Menschheit beiträgt. Ja? Ich glaube, das sind, und da kann man eben auch sehr viel diskutieren, das kann man ein Stück weit natürlich auch messen, aber das sind meistens die zufriedeneren Menschen, die da in irgendeiner Form in ihrem Leben auch was geleistet haben, was irgendwie nützlich für die Gesamtheit, für die Gesellschaft, in der sie leben, oder vielleicht sogar für die gesamte Gesellschaft, in der wir alle leben, auf unserem Stückchen Dreck, das durchs Weltall fliegt, ne? Irgendwie nützlich gewesen ist. So. Ja, und da kommt jetzt so wieder so ein bisschen dieser Utilitarismus, den wir am Anfang hatten, wieder zum Tragen. Ja, im besten Fall handeln wir also richtig, wenn wir etwas tun, was allen nützt. Und wenn wir jetzt etwas tun wollen, das, wie gesagt, auch anderen Spezies nützt, dann wird das schwierig. So, aber wir könnten theoretisch etwas tun, auch wenn das sehr selten, ich habe es ja schon gesagt, kaum jemand von uns hat die Macht oder den Einfluss, etwas zu tun, was wirklich allen Menschen auf dem Planeten nützt. Da kämen jetzt ein paar Milliardäre tatsächlich in Frage, die das tun könnten, wenn sie ihr komplettes Vermögen aufgeben und damit irgendwas finanzieren, was allen irgendwie nützt. Fragt mich nicht, was das sein soll, aber theoretisch könnte man sich sowas vielleicht vorstellen. Ja? Aber Tante Agnes aus Fuhlendorf, die kriegt das wahrscheinlich eher nicht auf die Reihe, jetzt was Gutes für alle zu tun. Außer sie gibt ihr komplettes Vermögen für Tante Agnes Spezialpfannkuchen aus und baut einen großen Pfannkuchenstand. Und jeder, der Pfannkuchen will, kann kommen, und alle haben dann Pfannkuchen, oder sehr viele haben dann Pfannkuchen gehabt. Und es hat ihnen genützt, weil jetzt sind sie satter als zuvor. Nur blöderweise, die meisten von uns leiden nicht wirklich Hunger. Deswegen ist jetzt der Sinn und Zweck so einer Maßnahme durchaus so eine Frage. Insbesondere jemand, der schon unter zu viel Essen leidet oder den Folgen davon. Das kann ja sein, ne? Das muss nicht so sein, aber das kann sein. Und dann auch noch Tante Agnes Pfannkuchen macht es dann ja wieder schlimmer. Und damit hat man ja eben nicht allen was Gutes getan, sondern dem einen, der den Pfannkuchen wirklich nicht unbedingt gebraucht hätte, dem hat man vielleicht sogar geschadet. Auch wenn der vielleicht den Pfannkuchen essen wollte und er ihm auch geschmeckt hat, aber eigentlich hat er ihm nicht gut getan. Und da ist jetzt die Frage, wie weit darf man sich dann einmischen in das, was andere tun, wenn sie halt nun mal nicht in der Lage sind, oder nicht sein wollen, zu erkennen, dass das, was sie denken, was ihnen gut tut, tatsächlich eigentlich ihnen nicht gut tut und der Gesellschaft auch nicht. Und insofern, ich habe ja eben gesagt, Essen ist eine Privatangelegenheit, was man so futtert. Kann man sich jetzt auch wieder streiten, ne? Weil wenn du jetzt sagen willst, dass wenn jemand sich ungesund ernährt, er dann tendenziell dem Gesundheitsapparat mehr Kosten verursacht, die wir in einem Sozialstaat, da wir ja alle gleichermaßen in die Krankenkasse einzahlen und nur der krank ist, jeweils dann wieder Geld rausbekommt, damit der halt behandelt werden kann. Und wenn du gesund bist, zahlst du dich dumm und dappig, bis du dann mal krank wirst und kriegst aber im Regelfall nicht das raus, im besten Fall nicht das raus, für dich im besten Fall, weil das willst du ja nicht rauskriegen, weil du bist dann krank. Da hast du nichts davon, dass jetzt die Krankenkasse viel Geld für dich ausgeben muss. Ne? Lieber nicht krank sein, ist besser. Ja? Bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Wie auch immer, jedenfalls funktioniert das System halt so, dass nicht zu viele Leute gleichzeitig krank sein dürfen, weil sonst reichen die Beiträge von den Gesunden nicht aus, um alle Kranken zu versorgen, und dann funktioniert das System nicht mehr und dann ist irgendwie doof. Ne? Muss ich niemandem erzählen, haben wir alle in der Schule gelernt, haben wir alle schon mal drüber nachgedacht und so weiter und so fort. Nur eben so ein bisschen als Beispiel. Und so gesehen wäre also allen eher mehr geholfen, wenn man jetzt eben dem Typ, der zu viel Pfannkuchen gegessen hat, die Freiheit, noch mehr Pfannkuchen zu futtern, jetzt quasi wegnimmt, zugunsten von allen und zugunsten von ihm selbst, auch wenn er gegen die Tatsache, dass es ihm wirklich nicht gut tut, noch einen Pfannkuchen essen würde. Weil sein biologisches Teilsystem, im Gegensatz zum geistigen Teilsystem, biologisch-geistiges Teilwesen, Doppelwesen-Mensch, ihm eben sagt, dass er noch einen Pfannkuchen essen soll.
weil dir deine Biologie immer sagen wird, sofern du dann zu Übergewicht neigst, dass du tendenziell mehr essen sollst, weil Essen ist gut, weil das ist Vorrat. Und wenn mal eine Zeit kommt, wo kein Essen da ist, an die sich eben unsere Biologie noch erinnert, dass es mal so eine Zeit gab, in der wir eben nicht kontinuierlich überall von Essen umgeben waren und so viel essen wollten, konnten, wie wir nicht sollten, sage ich jetzt mal, daran erinnert sich der Körper halt noch und deswegen wird dir weiterhin von deiner biologischen Hälfte suggeriert, dass eine gute Idee wäre, jetzt noch einen Pfannkuchen von Tante Agnes oder Agathe oder wie ich sie gerade genannt habe, aus Fuhlendorf zu genießen. Ja? Und das ist jetzt schwierig und das ist jetzt ganz schwierig. Und da kommen wir jetzt eben mit dem Utilitarismus schnell an seine Grenzen in der praktischen Ausprägung. Ja, weil das, was du tust, das allen nützen soll, das geht nicht. Und drum gibt es meiner Meinung nach so ein bisschen eine praktikablere Variante des richtigen Utilitarismus, also des vollumfänglichen, die praxisrelevanter ist. Ja, bei allem Philosophieren. Irgendwie muss es doch meiner Meinung nach auch eine gewisse Praxisrelevanz geben. Und da kommt jetzt eben dann so ein bisschen ein angewandter Utilitarismus ins Spiel, den ich interpretieren würde als, man sollte, so oft es einem möglich ist, das geht nicht immer, ne, aber doch so oft es einem möglich ist, bei folgenschweren Handlungen, ob ich jetzt da einen Stein in den Fluss schmeiße oder nicht, ist ehrlich gesagt ziemlich egal, ja, das kann ich so viel machen, wie ich lustig bin. Dann liegen hier am Ufer weniger Steine und da drin mehr und beim nächsten Hochwasser liegt hier mehr Sand und da drin weniger Stein. Scheißegal, ja, das spielt keine große Rolle, für fast nichts. Und wir können die Folgen dieser Handlung auch relativ gut abschätzen, dass das wahrscheinlich keine großen Konsequenzen haben wird. Kippe ich da hingegen einen Liter Glyphosat rein, dann hat das Folgen, wirklich ordentliche Konsequenzen und zwar überhaupt keine guten. Ja? Und das kann ich auch relativ gut abschätzen. So, und in so einer Situation, wo man halt eben einigermaßen die Handlung, die Konsequenzen der eigenen Handlung abschätzen kann, da kann man ja vielleicht darauf achten, und zumindest versuche ich das, ein bisschen zu gucken, dass das, was man so tut, nicht mehr schadet, als es nutzt. So, und weil man unmöglich dabei auf jede Spezies Acht geben kann, kann man es eigentlich so machen wie jedes andere Lebewesen auf dem Planeten und sich erstmal um die Belange der eigenen Spezies sorgen. Dabei sollte man aber als Mensch, wir haben ja auch das geistige Teilwesen, das über sowas nachdenken kann und verdammt schlau ist. Wir sind verdammt schlau, potenziell. Ja? Wir sind gleichzeitig auch unglaublich dämlich. Das ist ja das große Problem. Aber man könnte jetzt eben auch noch mal drüber nachdenken, ob das, was man jetzt tut, was vorläufig erstmal mehr Menschen nützt, als es Menschen schadet, gegen Punkt 3 der grundsätzlichen Selbsterhaltungssätze aller Lebewesen widerspricht, nämlich dem Erhalt des eigenen Ökosystems. Wenn du also etwas tust, was anderen Menschen vielleicht nützt, zum Beispiel du verbrennst einen Riesenhaufen Kohle, um damit eine ganze Stadt den Winter überheizen zu können, dann nutzt das erstmal deiner Spezies. Dummerweise wissen wir inzwischen, wussten wir vorher nicht, kann man uns vorher also nicht vorwerfen, aber inzwischen wissen wir, dass das in Konsequenz dazu führt, dass wir halt eben damit unsere Lebensgrundlage, sprich unser Ökosystem, in dem wir halt nun mal existieren können, das ist nämlich deutlich enger, als man vermuten würde. Wir leben nicht in der Wüste, wir leben auch nicht auf dem Gletscher, wir brauchen irgendwas dazwischen, auf dem man Nutzpflanzen anbauen kann und die brauchen schöne, angenehme Temperaturen zwischen bisschen kalt und schön warm und auf keinen Fall super Dürre, sondern auch nicht super, super nass, sondern irgendwo sowas dazwischen. Und wo immer wir es kaputt machen, dass wir so ein angenehmes Mittelklima bekommen, sind wir langfristig nicht mehr lebensfähig, weil unsere Nahrungsgrundlage dann im Arsch ist, weil wir die Pflanzen, die wir zum Leben brauchen, nicht mehr anbauen können. Und die Tiere, die wir halten können, damit sie andere Pflanzen fressen, die wir selbst nicht fressen können, um dann die Tiere fressen zu können, auch nicht mehr halten können, weil deren Lebensgrundlage wir mit kaputt gemacht haben, weil wir so lustige Hobbys
wie Motorradfahren entwickelt haben. Ja? Sofern, und da muss man jetzt differenzieren, dieses Hobby Motorradfahren wirklich nur dazu dient, von A nach B zu fahren, dabei individuell Spaß zu haben, Leuten wie mir, die hier im Tal hocken, auf den Sack zu gehen durch zu lautes Motorradfahren, macht nicht jeder, kommt aber immer häufiger vor und ich würde behaupten, die Mehrheit ist laut. Und ja, dabei lediglich selbst Spaß zu haben. Utilitaristisch gesehen ist das also relativ beschissen, ne? Weil du erzeugst für jeden Einwohner des Tals eine kurze Ruhestörung, haust CO2 in die Luft, hast natürlich noch diverse CO2-Kosten bzw. Ressourcenkosten zur Herstellung deines Motorrads und als Nutzen letzten Endes lediglich, dass du dich frei fühlen kannst, während du über die Straße saust. Ja, ja. Und wenn man jetzt eben hingeht und jetzt sagt, ja, aber das Recht habe ich doch wohl noch mal hier. Und dann ist man nach meiner Definition, wie ich das neulich auch schon mal kurz ausgelegt habe, rücksichtslos. Weil man da das eigene Wohlergehen sehr stark, meiner Meinung nach sehr stark durch die Ruhestörung, über das Interesse von anderen Menschen und über das Interesse des Erhalts unseres Ökosystems, in dem wir existieren können, legt. So, für Letzteres, man könnte verdammt viele Leute scheiße finden, weil sie auf Klima scheißen. Ja? Und die allermeisten von uns tun, auch wenn wir nicht völlig drauf scheißen, immer noch viel zu wenig, streng genommen, um an der Gesamtsituation was ändern zu können. Andererseits ist die Idee, dass wir alle uns nur jeweils persönlich genug zurücknehmen müssen und dann wird schon alles gut, eine Idee der Erdölindustrie. Der Carbon Footprint, der CO2-Fußabdruck, der ist tatsächlich zum ersten Mal, ich glaube von Shell oder war es BP, eins von beiden, aufgekommen, weil die einfach die Verantwortung ans Individuum abgeben wollten und nicht so tun, als seien sie als Konzern in irgendeiner Form dran schuld, weil du kaufst ja das Öl bei uns, also bist du schuld und du musst gucken, dass du dann halt notfalls weniger Öl bei uns kaufst, was denen scheißegal ist, weil das kleine Individuum, was ein bisschen weniger Öl verbraucht, ist denen kackegal, die beliefern ja die ganze Nation. Und die Nation verbrennt Öl teilweise zur Stromgewinnung oder halt Kohle oder was auch immer. Und fürs Frachtschiff, das in der Gegend rumfährt und der kleine Mensch, der jetzt beschlossen hat, weniger Erdöl zu verbrauchen und meinetwegen jetzt nur noch Fahrrad fährt, dann aber trotzdem Bambuszahnbürste aus Indonesien einkauft und die dann mit dem Diesel schwerölbetriebenen Frachtschiff erstmal zu uns geschippert worden musste, dann bildest du dir ein, du bist umweltbewusst, weil du eine Bambuszahnbürste statt eine Plastikzahnbürste verwendet hast. Und grundsätzlich ist das auch nicht falsch, aber sie ist blöderweise erstmal um die halbe Welt geschippert worden und hat wieder einen Haufen CO2 ausgestoßen, wo du auch eine Buchenholzzahnbürste im Grunde direkt in Deutschland deutlich ökologischer hättest herstellen lassen und verwenden können. Ja? Nur gibt es keine Buchenholz-Zahnbürsten, weil aus irgendwelchen Gründen der Trend zur nachhaltigen Zahnbürste offensichtlich nur bei Bambuszahnbürsten funktioniert. Eine Buchen- oder gar eine Eichenholz-Zahnbürste wäre erheblich nachhaltiger als eine Bambuszahnbürste, aus daher, wo der Bambus schnell wächst. Denn der wächst bei uns zwar auch ziemlich unaufhaltsam in manchen Gärten, aber erreicht niemals solche Dimensionen, dass er nennenswert nutzbar wäre. Also kein Vergleich zu den asiatischen Riesen-Bambus-Sorten. So, ja, und jetzt muss ich den Akku wechseln und hoffe dabei den Faden nicht vollständig zu verlieren. Zurück zu unserem lärmenden Motorradfahrer. Da oben ist gerade einer, den hört ihr hoffentlich nicht. Ich habe das versucht mit dem Mikrofon einigermaßen rauszukriegen. Egal, jedenfalls, ist der jetzt schlimm, ist der jetzt nicht schlimm? Wo ziehen wir da die Grenze? Ich persönlich würde sagen, ab da ist schon schlimm. Weil es ist ein, wie gesagt, nur einer Person nutzendes Hobby, das ziemlich aktiv auf die Umwelt scheißt, das zum Teil auch noch durch besonders viel Gas geben und Zelebrieren des Verbrennens fossiler Energieträger das Gegenteil von Klimaschutz symbolisch meiner Meinung nach darstellt. Das kann man auch anders sehen, aber ich bin ich und ich habe eine Meinung und eine andere als meine kann ich hier nicht vertreten. Daher machen wir damit weiter. Lärm für ganz viele Leute, wenn der einmal durchs komplette Tal fährt, für tausende von Leuten, die das hören können, so ziemlich jeder, der hier auch nur ansatzweise irgendwo nicht in einem schallgeschützten Keller sitzt, kriegt mit, wenn der Typ vorbeifährt. Und das ist
für ein Nutz und größtes Argument, nehmen wir den Daumen, eher einen Daumen runter, aber es ist vermeidbar, ja? Wenn es ihm darum geht, Motorrad zu fahren, was sicher Spaß macht, ja, keinen Zweifel. Ich bin einmal Motorroller gefahren mit etwa 70 km/h, das war lustig, also beziehungsweise ich bin hinten drauf gesessen und das war auch schon lustig. Ja, also ich verstehe, dass das Fahren von den Dingern sicher Spaß macht und das Fahrgefühl angenehm ist und so weiter und so fort. Ich hatte auch mal eine Phase, da bin ich ganz gerne schnell Auto gefahren. Ich hatte nie ein schnelles Auto, aber ich habe mir mal einmal eins gemietet, ein E-Auto, das war schnell. Ja, und das war lustig. Und ich verstehe, dass das Spaß macht. Aber jetzt im konkreten Fall mit einem lärmenden Motorrad rumzufahren, bedeutet, dass du irgendwo ein Stück weit drauf scheißt, dass du auch mit einem nicht lärmenden Motorrad genauso viel Fahrspaß haben könntest. Es gibt Motorräder, das geht, habe mir das jetzt mehrfach bestätigen lassen, die nicht viel lauter sind als ein vergleichbarer Pkw. Und zwar nicht ein Ferrari oder sonst irgendein super lauter Pkw, sondern ein stinknormaler Pkw, irgend so ein Mittelding. Ja? Und dass viele Motorradfahrer das nicht wollen, also viele, nicht alle, ja, wir kehren hier nicht alle über einen Kamm, das machen wir grundsätzlich nicht, das nicht wollen, das macht sie meiner Meinung nach wirklich zu einem ignoranten Arschloch, weil da halt wirklich gar nicht der geringste Wille zum rücksichtsvollen Verhalten gegenüber Mitmenschen und Natur zu erkennen ist. Nix in die Richtung, ja? Also wirklich völlige Ignoranz. Oder von mir aus sagen sie, ja gut, ich lebe aber sonst total umweltbewusst und dann gönne ich mir dreimal pro Woche halt ein Arschloch zu sein. Da kann man sich jetzt wieder sehr streiten. Ja? Aber wenn wir das nicht wissen, wenn wir vom Motorradfahrer nur wissen, dass er just in diesem Moment jetzt ein Arschloch-Motorradfahrer ist und wir nicht wissen, ob er Mutter Teresa Sammelaufkleber an Waisenkinder verteilt, in seiner sonstigen, den anderen Hälfte seiner Freizeit und Tubby Toast, na, Teletubbies kennen keine Sau mehr, oder? Das war dieser furchtbare Brei, also die Teletubbies sind so komische Plüschfiguren, als grauenvolle Kindersendung. Ich würde behaupten, die Generation, die mit den Teletubbies groß geworden ist, hat mindestens 10 IQ-Punkte eingebüßt. Böse Unterstellung. Herzliche Grüße. Die sind inzwischen 18 oder sowas, glaube ich. ja, wie auch immer, jedenfalls lassen wir das. Aber das wissen wir ja in diesem Zusammenhang jetzt eben nicht. Und da kann man sich jetzt eben auch streiten. Sollte jeder versuchen, nach einem gewissen Utilitarismus zu leben? Also ohnehin, keine Ahnung, ob man das sollte. Das kann ich nicht beurteilen. Das will ich auch nicht beurteilen. Da maße ich mir nicht an, die notwendige Ergrauung des Bartes bereits erreicht zu haben, um mir sowas anmaßen zu können. Fragt mich in 40 Jahren nochmal. Ja? Aber prinzipiell diese eine Handlung als solche halte ich jetzt zum Beispiel für ein schönes Beispiel für etwas, was man einfach nicht tun sollte, wenn einem dann irgendwie an einem gesunden Miteinander beziehungsweise eben an einer Nützlichkeit für die eigene Spezies gelegen ist, finde ich. Ja? Aber normal darf man auch anders sehen. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. So, und damit können wir jetzt so langsam, da wir jetzt mal ein Negativbeispiel haben, zum Positivbeispiel übergehen. So, und das Positivbeispiel ist der in der nächsten Höhle hockende Einsiedler, der einen Cradle-to-Cradle-Lendenschurz trägt, ansonsten weitestgehend naggisch ist, beziehungsweise im Winter noch Schafwolle in mehr oder weniger Rohzustand sich um den Körper wickelt, die bei den Schafen abgeschert werden musste, weil die Schafen den Schafen sonst zu warm geworden wären, weil man eigentlich im Grunde ja mit der Wolle nichts mehr verdienen kann, war es ein Abfallprodukt und deswegen ist er da super nachhaltig drangekommen. So lebt er im Winter und heizen tut er mit Liebe. Das geht natürlich nicht, aber jetzt tun wir mal so, als ginge das und verbrennt überhaupt gar nichts, braucht auch keinen Strom, hat kein Smartphone, hat keine Geräte mit seltenen Erden drin, frisst nur, was vom Baum gefallen ist,
Frutarier, wann sind das, glaube ich? Ich glaube, die wurden mal so definiert, dass die nur essen, was von allein vom Baum fällt, was ihnen der Baum also geschenkt hat. Oder eine Beere, die schon vom Strauch geplumpst ist, weil sie schon so verrottet ist, dass sie halt vom Strauch purzelt. Und was auch immer, sowas in die Richtung ist dann der Fruktarier. Und selbstverständlich ist er damit eben auch vegan und hat eben quasi keinen Ressourcenverbrauch und trinkt nur Wasser aus der nächsten Pfütze und hat also den geringstmöglichsten Ressourcenverbrauch, den man nur irgendwie haben kann. Auch der tötet Lebewesen. Ja, der tötet nämlich mindestens einen Haufen Bakterien, weil er Wasser trinkt, wo Bakterien immer drin sind, fast immer harmlose, manchmal ein paar, die nicht ganz so harmlos sind, ja, aber so ein bisschen was ist da immer drin. Er reibt sich mal den Arm, dabei hat er auch diverse Mikroorganismen zerdrückt, die auf seiner Haut leben, da hat er wieder getötet. Davon abgesehen bringt er die ganzen Apfelembryonen um, weil er den Apfel samt Kerngehäuse auffuttert, und selbst wenn er ihn nicht perfekt bis Kerngehäuse auffuttert, dann hat er bestimmt mal das Ei eines Wurms, das im Apfel schon lebt, der vielleicht sogar schon geschlüpft ist und ein winzig kleines Stadium hat, was er nicht gesehen hat, hat er garantiert mal mitgegessen, hat er auch ein Tier getötet und sogar ein Tier, das übers Bakteriumstadium hinausgeht und so weiter und so fort. So, das erzähle ich jetzt deswegen, weil jetzt muss ich nochmal ausholen in eine andere Richtung. Es gibt grundsätzlich diverse Ernährungsformen bei allen Lebewesen durch die Bank. Ja, angefangen vom Archaebakterium bis zu uns. Gibt es einfach formuliert zwei Systeme, die sich für im großen Ausmaß durchgesetzt haben. Es gibt noch mehr, die sparen wir uns jetzt aber. Nämlich Photoautotroph und Chemoheterotroph. Grundsätzlich gilt, das sind Doppelnamen, weil es geht einmal darum, die Quelle der Energie, mit der man Stoffwechselprozesse am Laufen hält, und die Quelle für den Baustoff, mit dem man seinen Körper aufbaut. Ja? Und bei Photoautotroph bedeutet das, mit Licht und Autotroph automatisch ernährend. Sozusagen also aus Licht automatisch ernähren. Stimmt natürlich nicht. Pflanzen leben nicht nur von Licht, die brauchen auch noch Kohlenstoffdioxid und diverse Mineralien aus dem Boden. Da die aber de facto nicht verbraucht, sondern nur mal aufgenommen, zwischengespeichert und dann wieder abgegeben werden, egal ob man die Pflanze jetzt futtert und dann werden sie an den abgegeben, der sie gefuttert hat, oder ob die Pflanze irgendwann einfach tot umfällt und zersetzt wird von den ganzen Bakterien, die da sonst so unterwegs sind, also auch letzten Endes aufgefressen, aber die nur eine kurze Lebenserwartung haben und daher das bisschen, was sie in ihrem winzigen Körper speichern können, dann logischerweise auch sehr schnell wieder im Boden liegt, ist das im Grunde ein durchlaufender Posten. Das Einzige, was die wirklich aktiv verbrauchen in gewissermaßen, und Licht kannst du ja auch nicht verbrauchen, das ist Energie in Reinform und die bekanntermaßen nur Thermodynamik, ne? In andere Energieformen umgewandelt und niemals erzeugt oder vernichtet werden. Ja? Kommen tut sie von der Sonne, erzeugt wird sie da ja streng genommen auch nicht, weil sie war ja vorher in was anderem, fragt den Physiker. Wie auch immer, jedenfalls Photoautotrophie bedeutet, das ist die einzige Lebensform auf unserem Planeten, soweit wir wissen, auch auf anderen, sofern es da überhaupt sowas in die Richtung gibt, aber wenn, dann wird das wahrscheinlich so ähnlich funktionieren wie bei uns, aktueller Stand des Wissens, keine Ahnung, ob das stimmt, egal. Jedenfalls darf man davon ausgehen, dass das die einzige Lebensform ist, die theoretisch existieren kann, ohne andere umzubringen. Die muss niemanden auffressen, weil sie lebt aus der Luft und aus der mineralischen, unbelebten Komponente des Bodens, und aus Wasser. Ende. Ja? Und da ist es nicht erforderlich, andere umzubringen. Es hat sich in der Evolution herausgestellt, dass es doch gut ist, andere umzubringen. Zum Beispiel Pflanzen, die kleiner sind. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Buche ist, die Blätter da, und unter einem will was wachsen, dann schattet man das aktiv aus, indem man da gar nicht genügend Licht hinkommen lässt, dass da eben nichts wachsen kann, nimmt dem, was da möglicherweise wachsen möchte, Platz weg, dass es da eben nicht wachsen kann. Und jetzt kann man sich wunderbar streiten. Ist das jetzt eine Form von aktiver Tötung der Konkurrenz? Oder ist es nur so ein passives Nicht-Dulden der Konkurrenz und quasi durch Wegnehmen der Lebensgrundlage der Konkurrenz, dass die dann
mittelbar zwar auch stirbt, aber man ist nicht wirklich dran schuld, weil man den Tod zwar herbeigeführt hat, aber nicht im Sinne von mit dem Dolch zugestoßen oder sonst wie, sondern nur einfach sämtliche Lebensgrundlagen weggenommen, bis dann halt gestorben wurde. Ohne den Tod selbst mit Gift, mit Draufklopfen oder sonst was herbeigeführt zu haben. Da kann man sich jetzt auch wieder trefflich streiten. Aber wenn es überhaupt irgendeine Form von Lebensform gibt, die nicht andere umbringen muss, dann sind es photoautotrophe Organismen, beziehungsweise theoretisch gibt es noch Chemoautotroph, das sind dann halt eben so Archäbakterien, die in der heißen Quelle hocken und einfach die Energie der heißen Quelle nutzen, um zum Beispiel Schwefel zu reduzieren oder zu oxidieren, je nachdem, was für eine Schwefelverbindung, gibt es glaube ich irgendwie beides, was auch immer, daraus Energie erzeugen und sich selbst dann mit Kohlenstoff aus der Umgebung zusammenbasteln. Ja? Allerdings bleibst du dann halt eben auf dem Level einer einzelligen, blobartigen Kreatur. Herzlichen Glückwunsch. Ich meine, das ist auch lustig. Die haben bestimmt viel weniger Probleme im Leben als wir und müssen sich viel weniger Gedanken machen. Im Grunde reizvoll. Aber, ja, wer das nicht möchte, der muss in irgendeiner Form Pflanze oder Tier werden oder eben ein Bakterium, das auch wieder fast immer, sofern es nicht jetzt ein Cyanobakterium ist, die sind quasi die Pflanzen der Bakterien gewissermaßen, die sind photoautotroph oder zumindest teilphotoautotroph, fressen manchmal trotzdem noch wen anders, aber die meisten sind erstmal primär photoautotroph. So, und wenn du jetzt Chemoheterotroph bist, das ist eben die Alternative, das sind Pilze und Tiere. Jedes Tier und jeder Pilz ausnahmslos sind chemoheterotroph, das bedeutet, wir müssen sowohl als Verbaustoff, aus dem wir unseren Körper zusammensetzen, fängt beim Bakterium an, hört bei Homo sapiens auf, und für Nährstoff, also Energiestoff, mit dem wir unseren Körper am Laufen halten, müssen wir andere auffressen. Andere kann sein, eine Buche, ein Grashalm, ein Wasserolm, den gibt es nicht, egal, den habe ich gerade erfunden. Keine Ahnung, Großmutter bei den Kannibalen und völlig Wurst. Ja? Hauptsache, da sind Kohlenhydrate drin, Fette drin und Proteine drin und die drei Sachen und am besten noch ein paar Vitaminchen und so weiter und so fort. Und das müssen wir halt kontinuierlich zu uns nehmen. Und wann immer wir das zu uns nehmen, dann kann das nur aus einer Quelle, eigentlich streng genommen aus zwei Quellen stammen, nämlich entweder einem photoautotrophen Organismus, sprich einer Pflanze, oder einem anderen chemoheterotrophen Organismus. Wir können also wahlweise Grünzeug futtern, ja, dann bringen wir Grünzeug um. Das Grünzeug hat im Idealfall, praktisch schon, aber im Idealfall vorher niemand anderen umgebracht, aber trotzdem haben wir jetzt Grünzeug umgebracht. Jetzt kann man natürlich hingehen und ethisch-moralisch sagen, ja, Pflanzen zählen nicht, die darf man umbringen. Ja, das ist nicht böse, Pflanzen umzubringen. Kann man sagen, selbstverständlich, ist in Ordnung. Ja? Und man kann gleichzeitig auch sagen, ja, aber Tiere, die darf man nicht umbringen, weil die haben ein Bewusstsein, das unserem ganz entfernt vielleicht eventuell ein bisschen ähnelt. Das ist auch sehr schwer übrigens zu sagen wissenschaftlich. Und weil sie Schmerzen empfinden können. Ja? Und an dem Punkt kann man sich im Übrigen jetzt auch klopfen, inwieweit, wo ist Schmerz Schmerz? Wie viel Reizweiterleitung muss vorhanden sein, um schon von Schmerz ausgehen zu können, von Leid? Kann eine Pflanze das auch schon? Kann eine Pflanze schon Leid oder Schmerz oder Ähnliches empfinden? Wenn ja, dann auf einer ganz anderen Ebene, als das bei uns der Fall ist. Und man darf ökologisch sehr davon ausgehen, dass sie Schmerz als negatives Gefühl, das jahrzehntelang und jahrhundertelang anhält, wenn ihr mal irgendwo ein Ast fehlt. Und einem Baum wird immer irgendwann mal ein Ast fehlen. Jedem Baum irgendwo, jederzeit, immer, irgendwann fällt ein Ast ab. Und die Amputation soll dann jahrzehntelang bis jahrhundertelang wehtun. Das wäre nicht zweckdienlich. Und deshalb dürfen wir davon ausgehen, dass Pflanzen keine negative Emotion, nichts wie Schmerz, das, was wir mit Schmerz verbinden, etwas solches so nicht haben. Sie haben aber schon ein Signal, das auf zellulärer Ebene weitergereicht wird, wenn eine Beschädigung stattfindet, um gegen diese Beschädigung gegebenenfalls Schritte einzuleiten, wird dem Rest der Pflanze, den anderen Zellen eben mitgeteilt, dass hier eine Beschädigung stattgefunden hat. Inwieweit das mit Schmerz einhergeht, sicher nicht. Ja? Also
glaube ich jetzt nicht. Das wissen wir noch nicht 100%ig. Aber ja, wird jedenfalls schwierig. So, bei Tieren sicher, die viele hohe entwickelte Tiere, mindestens Säugetiere, Vögel garantiert auch, also sagen wir einfach mal mindestens Wirbeltiere, können sowas wie Schmerz wahrscheinlich empfinden, mal mehr, mal weniger. Und dass man jetzt sagt, okay, denen will man kein Leid zufügen, weil sie Schmerz empfinden können, kann man so machen. Ja? Und jetzt kommen wir halt eben zu dem Punkt, dass wir als Mensch, ergo als Tier, nun mal andere Lebewesen töten und essen müssen, beziehungsweise essen müssen und dadurch töten, weil das überlebt man nicht, gegessen zu werden. Ja? Und das unabänderlich so ist. Punkt. Ja? Die einzige Möglichkeit, diesem Kreislauf andere Lebewesen töten zu müssen, um selbst zu überlegen, zu entgehen, ist, an dieser Stelle Triggerwarnung, ihr werdet es euch denken können, freiwillig eben nicht mehr am Leben zu sein. Und das ist natürlich Schwachsinn und das soll bitte auch keiner machen. Ja? Und es ist auch nicht vorgesehen in der Natur, kein anderes Tier außer uns kriegt so psychische Probleme, dass es sich freiwillig das Leben nimmt. Ja? Also bitte, wer in dieser Hinsicht irgendwie Probleme hat, kommt bloß nicht auf die Idee zu denken, das sei irgendwie von der Ökologie oder aus der Natur oder sonst irgendwie abzuleiten, dass es jetzt sinnvoll wäre, das eigene Leben zu beenden. Das macht niemand, nur wir, wenn wir schwere, schwere Probleme haben, weil unser furchtbar komplexes Gehirn, das sich über Dinge Gedanken macht, über die sich sonst alle anderen Lebewesen nicht Gedanken machen, damit mitunter nicht zurechtkommt. Das ist sehr nachvollziehbar, menschlich sehr, sehr, sehr nachvollziehbar. Da habe ich 100% Empathie, wer in dieser Hinsicht irgendwie Probleme hat und so weiter und so fort. Und ja, dann hoffe ich schwer, dass ihr es irgendwie schafft, euch da Hilfe zu suchen. Da gibt es solche Telefonnummern, das wisst ihr garantiert alles. Ne? Das muss ich euch jetzt nicht erzählen. Aber nehmt bitte nicht die Natur als Vorbild, dass die euch sagen würde, dass ihr irgendwie aufgeben sollt. Das gibt es so nicht. Ja, und übrigens, wenn jetzt jemand denkt, die Lemminge würden doch Selbstmord begehen, das ist ein uralter Fehler in einer ganz frühen Naturdokumentation, wo man eben den Lemmingen in einem uralten Dokufilm bei zugucken kann, wie die eine Klippe runterspringen und scheinbar in den Tod. Tun sie aber nicht, sie springen eine Klippe runter ins Wasser, da kommen sie relativ unbeschadet unten an, weil die ziemlich flauschig sind und durch ihr Fell und ihre relativ plumpen Körper und ihre für Gewicht relativ groben, groß, dicken Knochen können die Klippen runterspringen, da wären wir Matsch, wenn wir das versuchen. Die können das aber, die kommen da mit Sicherheit gut unten an, denn Lemminge sind hervorragende Schwimmer und die schwimmen dann zur nächsten Insel raus, wo sie halt noch nicht gewesen sind und fressen da dann halt eben weiter Gras. Denen ist einfach das Futter ausgegangen, da wo sie gerade sind und irgendeine Leit-Lemming-Dame, meistens Damen, kommt auf die Idee, dass das doch vielleicht eine gute Idee sei, da diese Insel da draußen, die da so schön lecker saftig grün aussieht, nochmal aufzusuchen, um da weiter zu fressen. Davon abgesehen, ja, irgendwann sterben dann sehr viele Lemminge, weil sie halt eben in schwankenden Populationsgrößen existieren. Die machen alle früher, alle 4 Jahre eine Massenvermehrung durch, fressen dann alles kahl, dann sterben die allermeisten. Aber die Besten haben sich durchgesetzt. Das ist dann wieder so eine Form von Survival of the Fittest. Ne? Die eben dann doch noch in der Lage waren, trotz der Massenvermehrung am meisten Nahrung zu finden, haben vermutlich die besten Gene an die nächste Generation weiterzugeben, aus evolutionärer Sicht. Ne? Macht euch da als Mensch nicht kaputt, was das angeht. Wir stehen da ein Stück weit abseits. Unser geistiges Wesen, unsere geistige Hälfte im Doppelwesen Mensch, kann das differenziert und distanziert betrachten. Da müssen wir uns wegen so einem Zeug jetzt wirklich nicht kaputt machen, nicht mental, nicht physisch. Aber bei den Lemmingen funktioniert es halt so. Nur einfach, damit ich das an dieser Stelle mal erklärt habe. So, und für diejenigen unter uns, für die, die keinen Bock haben, sich, weil sie mit dem ständigen Töten, das sie nun mal durchführen müssen, weil sie nun mal ein Tier oder ein Pilz sind, also diejenigen von euch, die Pilze sind, ne, fühlt euch angesprochen. Damit muss man nun mal leben. So, und für mich persönlich, weil ich eben mich sehr viel mit allen Organismengruppen beschäftige, macht es keinen Unterschied, ethisch-moralisch, ob ich prinzipiell auch
tierische Nahrung zu mir nehme oder nur pflanzliche. Weil irgendwann hat es bei mir mal für mich ethisch-moralisch den Klingeling gemacht, das Lebewesen ist gleich Lebewesen und viele Probleme auf dem Planeten und gerade auch in unserer Gesellschaft darauf basieren, dass wir irgendwie denken, es gibt gute und schlechte Lebewesen. Und das finde ich scheiße. Und damit hat sich für mich die ethische Notwendigkeit, Vegetarier oder Veganer zu sein, wobei ein Vegetarier, das ist so ein Zwischending, das ist weder, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das dürft ihr gerne machen, sehr gerne, das ist super. Das ist fast so ressourcenschonend, wie vegan zu leben. Ja, okay, was heißt fast so? Kommt drauf an, wie viel Käse ihr esst. Ja, Käse ist auch gar nicht mal so gut, was den, sag ich mal, Ressourcenbedarf angeht. Ja, aber das ist selbstverständlich auch super. Ja, ganz, ganz toll. Herzlichen Glückwunsch, wer das hinbekommt, toll, wirklich. Ja? Aber es ist, wenn man das zu Ende denken möchte, das muss man nicht tun, das ist völlig unerheblich. Ja? Aber wenn man das will, dann kann man sagen, naja gut, aber der Vegetarier, das sagen ja auch die Veganer dauernd, der ist ja mittelbar dann trotzdem für Tierhaltung und zum Beispiel fürs Töten von Kälbchen verantwortlich, weil wenn du die Kälbchen nicht umbringst oder sonst irgendwie verwertest, das heißt umbringen, dann gibt es auch keine Milch von der Kuh, weil die ist ja fürs Kälbchen und das Kälbchen muss weg sein, damit man die Milch selber trinken kann. Ja? Und Eier, ja gut, wenn es befruchtet wäre, würde da ein Küken draus, vermutlich, manchmal klappt es halt einfach auch nicht. Aber ja, mit dem Essen von Eiern verhindert man auch ein Stück weit natürlich die Reproduktion vom Huhn. Kann man sich streiten, Eier essen ist sicherlich weniger strittig als Milch trinken. Das hat ökologisch gesehen mehr Konsequenzen. Eier essen ist da erheblich harmloser. Nicht, dass die Hühnerhaltung irgendwie gut wäre. Also es gibt gute Hühnerhaltung, ja, selbstverständlich gibt es die. Aber die normale Hühnerhaltung, die den meisten von uns zur Verfügung stellt, steht als Eiquelle, ist natürlich jetzt nicht besonders toll. Ja? Das will ich auch gar nicht bestreiten. So, aber wie gesagt, für mich ist es irgendwann mal, war es mir egal. Für mich ist irgendwie so, was den Wert per se angeht, Lebewesen ist Lebewesen. Außer, weil eben auch ich, wie jedes andere Lebewesen auch, ein Interesse am Erhalt meiner eigenen Art habe, ordne ich Menschen oberhalb von allem anderen ein. Aber, weil ich gleichzeitig eben auch ein bisschen mehr Bescheid weiß als der Durchschnittsbürger von Prozessen in der Natur und den Prozessen, die wir gerade kaputt machen in der Natur, weiß ich auch, dass wenn wir so weitermachen und uns weiterhin allgemein ohne Konsequenzen und ohne drüber nachzudenken, als überlegen allem anderen einordnen und uns die Erde untertan machen und solche Späße und Ressourcen verbrauchen, als hätten wir noch eine Ersatzerde im Keller, das ist ja ein ganz alter Spruch unter uns Naturfreunden, dann werden wir aussterben. Weil wenn wir unsere Lebensgrundlage zerstören, sind wir irgendwann auch weg. Ja? Vieles, vieles anderes auch. Da wird dann anderes stattdessen kommen. Ja? Also was ausstirbt, ist ausgestorben. Das ist so. Ja, aber die Evolution wird Neues hervorbringen, was dann den Platz, die ökologische Nische, die dann weiterhin vorhanden ist oder die ein bisschen anders aussieht, dann wird jemand etwas Neues entstehen, das darauf perfekt angepasst ist und nach werden sich wieder neue ökologische Nischen ergeben, neue Arten wieder auftauchen, wieder alles grün werden, weil der Grundprozess der Photosynthese, der geht ja nicht verloren, nur weil wir die Erdtemperatur ungekannte Höhen bzw. die Geschwindigkeit der Änderung der Erdtemperatur unendlich schnell werden lassen. Das ist ja das Problem, nicht die Gesamttemperatur, sondern die Geschwindigkeit der Änderung, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, damit einhergehend Extremwetterereignisse oder Extremwitterungsereignisse, eher lange Perioden vom selben Wetter beispielsweise, sei es Niederschlag, sei es Sonne, ist beides verheerend. Wie auch immer jedenfalls, irgendwas wird dann nach uns schon auch wieder kommen. Und wenn niemand mehr da ist, der dieses Doppelwesen, die geistige Komponente des Doppelwesens besitzt, ja, dann ist auch keiner mehr da, der sich darüber Gedanken macht, das bewertet oder die Möglichkeit hat, und deswegen ist jetzt auch nochmal diese Doppelwesen-Theorie so wichtig, über die eigene Biologie hinaus, beziehungsweise die Bedürfnisse, die die Biologie an unseren Körper stellt. Du hast Hunger, besorg dir Essen. Du willst, naja, zu Deutsch Sex, ne? Besorg dir Partner, etc. pp. Ja, solche Urinstinkte, wenn man die so nennen will. Ja?
die bewegen uns einerseits normal das Gleiche zu tun, wie das beim Nilpferd auch der Fall ist. Ja? Aber durch unsere geistige Kapazität können wir halt diese Bedürfnisse jenseits von Gut und Böse völlig übererfüllen, indem wir über ein jemals auch nur ansatzweise vernünftiges Maß hinaus Ressourcen verbrauchen und anstatt einer ausreichenden Wohnhöhle mit Bärenfell uns halt irgendwie einen Wolkenkratzer wohin stellen und groß Trump obendrauf schreiben. Ja? Also ohne jeden Verstand völlige Übernutzung von Ressourcen. Der Gedanke des Utilitarismus, dass es allen irgendwie zugutekommen sollte, was man so tut, wird völlig ignoriert im Rahmen dessen, dass es erstmal nur um Egoismus geht und bekanntermaßen 2% der Reichsten irgendwie 90% der Ressourcen haben oder war es 1%, das 90% der Ressourcen besitzt. Und viele von denjenigen, die nicht zu dieser Gruppe gehören, so dämlich sind zu glauben, ja, aber ich will ja mal reich werden und deswegen will ich ja keine Reichensteuer, weil wenn ich dann ja mal reich bin, muss ich die ja auch bezahlen oder sowas in diese Richtung. Ja, persönliche Meinung, könnt ihr auch anders sehen, aber da ist das große Problem. Ja, unsere geistige Kapazität ermöglicht uns, unseren biologischen Drängen nach mehr Sicherheit, nach mehr Reproduktionsfähigkeit, nach mehr Chancen für den Nachwuchs, immer mehr Reichtum anhäufen, ne, immer mehr Chancen für den Nachwuchs bereitzustellen, damit die eigenen Gene möglichst weitergetragen werden. Das erklärt auch Ungleichheiten im Schulsystem ein Stück weit auf biologischer Ebene. Wer die Ressourcen hat, der kann sich's auch leisten, seine Kinder entsprechend Bildung noch und nöcher um die Ohren zu hauen, während diejenigen, die die Ressourcen eben nicht haben, nur mit dem bisschen Bildung klarkommen müssen, was sie tatsächlich in den meisten Ländern ja irgendwo auch gratis bekommen. Ja, weiß gar nicht, ob das in den meisten Ländern ist. Zumindest bei uns, ein bisschen Bildung kriegst du ja schon irgendwo gratis. Besonders doll ist die nicht, muss ich niemandem erzählen, aber es geht. Ja, und dann dauert es halt irgendwie 5 Generationen, bis man dann mal aus dem großen Fehler, falsch geboren zu werden, wieder rausgekommen ist und irgendwann mal vielleicht Kinder hat, die richtig geboren werden, also generationsübergreifend. Ne? Und ja, also ein Stück weit lässt sich das alles so ein bisschen auf dieses biologisch-geistige Doppelwesen, denkt da gerne mal drüber nach, ich will das jetzt nicht unendlich ins Unendliche treiben, ein bisschen zurückführen. Ja? Und ja, ja eben, klar, also dass die Elite versucht, den kleinen Mann klein zu halten, die wollen ja, wie gesagt, die eigenen Gene so weit weitergeben, unterbewusst, ja, ich glaube Trigema, diese komische Klamottenherstellerfirma in Schwabenland, sind die im Schwabenland? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, da ist ja jetzt Wolfgang Grupp, heißt der, glaube ich, irgend so ein relativ redseliger Milliardär, wahrscheinlich Milliardär, mindestens Multimillionär, der ja jetzt endlich mal, was heißt endlich mal, ist mir voll, im Grunde kann es mir scheißegal sein, ne? Aber jedenfalls hat er jetzt an seine Kinder abgegeben. Und ja, da sieht man, wo die Macht hingeht. Die Macht geht den eigenen Genen hinterher. Und wer erbt mal das Trump-Imperium? Na, der andere Trump, der Junior-Trump, der ist nicht viel besser als der alte Trump. Und vermute ich, ja, kann ich auch nicht abschließend beurteilen. Aber ja, das ist letzten Endes ist das sehr nah dran, wieder an unserem biologischen System. Unser biologisches System, auch wenn wir das nicht wahrnehmen und das nicht mitkriegen, prägt doch sehr vieles, was wir durch unser geistiges System dann ins Absurdum führen und in einer gewissen Maßlosigkeit durchführen. Und selbst diejenigen von uns, die in der Lage sind, mit diesem geistigen System, das die alte Papierfabrik scheinbar darstellt, wenn ich da dauernd hinzeige, zu erkennen, dass das letzten Endes zu nichts Sinnvollem führen kann, wenn wir immer diese Übernutzung und dieses Zusammenraffen von Zeug betreiben, die sind offenbar nicht in der Lage, sich gegen den Wunsch nach dem Zusammenraffen von Zeug, den wir ja alle irgendwo in uns tragen, von denjenigen zu wehren, die gar nicht das Bedürfnis haben, daran irgendwas zu ändern. Und ich glaube, das könnte nochmal fatale Folgen haben. Ne? Beziehungsweise, wenn du da mit deinem geistigen System theoretisch in der Lage bist zu erkennen, dass wir den Planeten kaputt machen, kannst du mit deinem geistigen System aber auch einfach diesen Gedanken abschalten und so tun, als sei das nicht der Fall
und in der die Flacherde ausrufen oder ja, irgendwelchen anderen Schwachsinn und dir einfach irgendwelchen Blödsinn einreden, der nicht stimmt, damit du an deinem Verhalten, das du momentan hast, nichts ändern musst. Weil Änderungen wären ja anstrengend, das geht mir ja genauso, wäre also blöd. So, und jetzt kommen wir abschließend jetzt nochmal kurz zurück zu der Frage mit dem Veganismus und wie ich das halte. Es ist ja sinnvoll, Dinge zu tun, die sinnvoll sind. Und Veganismus wäre eine dieser Sachen. Ja? Und wenn wir uns jetzt nochmal diesen Einsiedler, den ich zwischendrin gebracht habe, der mit der Cradle-to-Cradle-Ländenschurz-Geschichte in seiner Höhle hockt, nochmal hervorrufen. Nur ganz wenige von uns werden in der Lage sein, so sehr gegen unser biologisches System, das Verzicht nicht für notwendig hält und dir sagt, dass du Zeug sammeln sollst, unter anderem, so sehr dagegen anzukommen. Das werden wir einfach nicht schaffen, bis auf ein ganz, 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 ganz paar Auserwählte. Da diese ganz ein paar Auserwählte aber eben nun mal nicht reichen werden, um irgendeine Besserung herbeizuführen für die Gesamtheit, halte ich es für am zielführendsten, wenn jeder von uns, im besten Fall, ansonsten die halt die Bock haben, weil mehr wird es nicht sein, aber irgendwo versucht, für sich selber zu finden, wo man denn ohne viel Leid, also persönliches Leid, ertragen zu müssen, ein bisschen ressourcenschonender, nachhaltiger, besser leben kann. Ja? Und das ist individuell ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Das hängt halt eben davon ab, wo du dich gerade in deinem Leben befindest, in welchem Abschnitt davon, wie es mit Familienplanung aussieht, ob die schon erfolgt ist, ob die abgeschlossen ist, ob die noch aussteht oder gar nicht erfolgen soll, wo du beruflich dich gerade befindest, ob du arbeitest, wo du arbeitest, wie du arbeitest, wie viel du dabei verdienst, welche finanziellen Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen, super nachhaltig zu sein. Zum Beispiel, bist du Sales Manager bei, keine Ahnung, Peugeot? Dann wirst du wahrscheinlich einen Job haben, wo du viel rumreisen musst, gegebenenfalls auch mal fliegen und so weiter. Und garantiert macht es keinen Sinn, wenn du jetzt sagst, ich fahre nur noch E-Bike. Das wird mit deinem Job nicht kompatibel sein. Ja? Vielleicht verdienst du aber so viel Geld, dass du dir einen eigenen kleinen Wald in Papua-Neuguinea kaufen kannst von, sagen wir mal, nach und nach jedes Jahr so 300, 400, 500 Hektar. Und irgendwann hast du riesige Fläche Papua-Neuguinea aufgekauft und da konservierst du jetzt auf diesem Wege, weil das auch wirklich passiert und nicht nur auf dem Papier irgendwo und jemand zertifiziert es, aber nie hat da irgendjemand einen Baum vorgehabt, überhaupt zu fällen und so weiter. Also du kannst es, wenn du es privat machst, schon auch sicherstellen, dass das auch wirklich passiert und auch wirklich funktioniert und niemand da Schindluder treibt. So. Und angenommen, das machst du quasi als Ausgleich, führst ansonsten ein wirklich nicht sehr ressourceneffizientes Leben, nutzt aber deinen Reichtum entsprechend, um was Gutes zu tun, was wirklich Gutes, theoretisch was allen zugutekommt, nämlich eben zu verhindern, dass uns der Planet um die Ohren fliegt sozusagen, dann wäre das auch in Ordnung, beispielsweise. Ja? Und da mit diesem Beispiel möchte ich darauf hinaus, dass man halt gucken muss, was kann man individuell jeweils leisten, ohne allzu sehr leiden zu müssen. Wenn du so reich bist, dass du es dir eben leisten kannst, gigantische Waldgebiete aufzukaufen und zu schützen, schön, mach das. Ja, wenn du das nicht kannst, werd meinetwegen Veganer, wenn es dich nicht stört. Ja, wenn du aber zum Beispiel wie ich Gemüse zum Kotzen findest, im wahrsten Sinne des Wortes, mir schmeckt das nicht, wer auch immer das in meiner Erziehung verbockt hat, oder? ich krieg das nicht mehr weg. Ich bin jetzt zu alt. Es ist für mich nicht möglich, ohne erhebliches Leid und wirklich grauenvolle... Ne, das wäre furchtbar. Das wäre furchtbar, wenn ich jetzt irgendwie hier anfangen müsste, bunte Gemüsepfanne mit Paprika essen zu müssen. Für mich persönlich furchtbar. Für euch wahrscheinlich überhaupt kein Problem, für irgendwen da draußen. Aber für mich furchtbar. Und deswegen muss ich eben einen anderen Weg finden. Ich kann allerdings, zum Beispiel, was ihr da nicht könnt, die eure bunte Gemüsepfanne mit Paprika futtert, ich kann auf ein Auto verzichten. Ich kann ÖPNV fahren und Fahrrad fahren. Übrigens richtiges Fahrrad, nicht E-Bike, noch nicht. Irgendwann mal vielleicht, aber muss noch nicht sein. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Ja? Das reicht nicht. Besser wäre es natürlich, man macht beides. Aber da nobody nun mal perfekt ist
und wir nicht wirklich von allen erwarten können, dass sie jetzt doch irgendwie perfekt sind, weil das zu Hass führt, weil das zu unrealistische Anforderungen sind, zu Dingen, und wir uns in Sachen einmischen müssten, die uns nichts angehen, nämlich in das völlige Privatleben von anderen Leuten, das uns nun mal nichts angeht, grundsätzlich, ja, und die dann zwingen, jetzt vegan zu leben oder nicht mehr Auto zu fahren, auch wenn das in ihrem Lebenswandel völlig utopisch ist, dass sie nicht mehr Auto fahren, weil sie halt eben das Auto für den Job nun mal brauchen, oder such dir noch ein paar andere Sachen aus, ja, dass sie jetzt ihre Wohnung dämmen sollen, obwohl sie das hinten und vorne niemals bezahlen können, weil sowas halt arschteuer ist. Und wenn wir jedem irgendeine Lösung zur Nachhaltigkeit vorschreiben wollen, die in den entsprechenden Lebensablauf nicht passt, dann ist das kontraproduktiv. Wenn wir hingegen, abgesehen davon, dass das Setzen darauf, dass die Menschheit nochmal irgendwann vernünftig wird, wahrscheinlich ziemlich aussichtslos ist. Ja? Das möchte ich jetzt nicht so tun, als ob ich da große Hoffnung hätte, dass das passiert. Aber zumindest versuchen oder anbieten, was ich tun würde, wäre Wissen weiterzureichen, auch für Leute, die das Pech hatten, falsch geboren zu sein und dementsprechend in der Schule nichts gelernt zu haben, aber jetzt trotzdem, da gibt es ja ein paar, in meinem Kanal eine Quelle für Bildung gefunden haben, die ihnen zusagt, ja, und ich mein Bestes tue, dass das einigermaßen funktioniert, was ich hier so erzähle, beziehungsweise einigermaßen Hand und Fuß hat. Und auf diesem Wege dann vielleicht jemanden motiviere, ein bisschen nachhaltiger zu leben oder auch ein paar mehr als nur einen, ja, und selber auch ein bisschen nachhaltiger lebe, dann sind wir am Ende sehr viele, die ein bisschen nachhaltiger leben und die feststellen, dass ein bisschen nachhaltiger leben, wenn du bei dem Zeug anfängst, was dir nicht wehtut, ich vermisse nämlich das Autofahren, also hin und wieder fahre ich auch nochmal Auto, ja, aber wirklich nur noch ganz, ganz selten, und ich vermisse das überhaupt nicht, gar nicht. Ja, ich freunde mich immer mehr mit dem Schienenverkehr an, auch wenn der natürlich in Deutschland selbstverständlich scheiße ist, aber es fühlt sich einfach trotzdem besser an, als jedes Mal, wenn man mit dem Auto rumfährt, zu wissen, dass man hier jetzt gerade so aktiv, wie man es nur kann, Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre pustet. Für mich, ja? Aber nochmal, wenn bei euch das nicht geht und ihr euch natürlich auch kein E-Auto einfach so leisten könnt, ein E-Auto im Übrigen auch nicht sofort komplett Zero Emission ist, das ist ja auch nicht der Fall, das muss ja auch erstmal hergestellt werden. Es ist langfristig besser, auch hier, ne, bevor jetzt wieder jemand irgendwelchen Schwachsinn in die Kommentare schreibt, ein E-Auto kann irgendwann seine CO2-Last aus der Herstellung ausgleichen, weil beim Fahren keine mehr auftritt im Vergleich zu einem Verbrenner. Ein Verbrenner mag eine geringere CO2-Startlast haben, aber je mehr du damit fährst, desto größer wird die. Das heißt, der wird nie nachhaltig. Ein E-Auto irgendwann mal, ja, beziehungsweise nachhaltiger, richtig, richtig nachhaltig ist es nicht. Das ist zu Fuß gehen ohne Schuhe, bitte. Ja, weil Schuhsohlen haben auch einen Gummiabrieb und das ist auch wieder böse. Und damit, ihr seht's, ja? Man kann nicht, es geht nicht. Du kannst nicht als chemoheterotropher Organismus ohne jede Spur, ohne jede Ressourcenbeanspruchung auf diesem Planeten existieren. Innerhalb unserer menschlichen Gesellschaft schon gar nicht. Und drum ist viele, die ein bisschen was besser machen, das Einzige, was wir vielleicht erreichen können, weil, wenn viele ein bisschen was besser machen und merken, es fühlt sich gut an, ein bisschen was besser zu machen, das, was nicht wehtut, ja? Jeweils das, was individuell nicht wehtut. Nicht jeder muss Veganer, nicht jeder muss Fahrrad fahren, ja? Sondern immer das, was individuell am besten ist. Dann klappt es vielleicht aus diesem Bewusstsein heraus, dass es nicht schlimm ist, was Gutes für die Nachhaltigkeit zu tun, dass man dann auch Mehrheiten findet für große Lösungen in Richtung Nachhaltigkeit, ja? Also auf politischer Ebene. Weil Individual, Einzelperson kann vieles nicht ändern. Ja? Wir können nicht die Energiewende hinkriegen. Wir können nicht die Heizungsenergiewende hinkriegen, also was Heizenergie angeht. Wir können nicht die gesamte Industrie umkrempeln. Wir können da nur kleine Impulse in die richtige Richtung geben und vielleicht darauf hinweisen, dass wir als Verbraucher auch bereit wären, hier und da mal ein nachhaltigeres Produkt zu kaufen. Und zwar von demjenigen, der es schafft, ein nachhaltigeres Produkt so zu produzieren, dass es nicht automatisch gleich arschteuer ist. Das muss nämlich ja nicht zwingend so sein, manchmal schon, ja, aber nicht bei allem. Und
wenn wir dann mal merken, dass ein Markt für nachhaltige Dinge da ist und unsere ganze schöpferische Unternehmenskraft, wenn es darum geht, Sachen zu produzieren, die die Menschheit nicht braucht, vielleicht mal verwendet wird, um Dinge zu produzieren, die die Menschheit braucht, dann bin ich sicher, dass wir im Prinzip von unserem geistigen Teilwesen her in der Lage wären, hier funktionierende Lösungen zu finden und so ein Stück weit mit der Technologie, die es angerichtet hat, auch wieder aus der Scheiße herauszuziehen, die sie angerichtet hat. Wie gesagt, glaube ich, könnte funktionieren. Glaube ich, dass das realistisch ist? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind am Arsch. Aber das ändert nichts daran, dass ich weiterhin fleißig versuchen werde, sei es durch Bildung, sei es durch meinen noch nicht allzu sehr leidenden persönlichen Beitrag. Im Übrigen esse ich auch erheblich weniger Fleisch als früher. Möchte ich an dieser Stelle auch mal anmerken. Ja, ich werde es nicht hinkriegen ohne Fleisch. Aber vegetarisch-vegane Ersatzprodukte sind genau für mich gemacht. Die sehen aus wie Fleisch, die schmecken immer mehr, einigermaßen wie Fleisch. Die funktionieren wie eine Mahlzeit, die ich kenne, nämlich Fleisch, Beilage, Erbsen, Möhren. Das einzige Gemüse, das man essen kann. So, und das gibt es auch nicht jeden Tag. Also die Erbsen und Möhren nicht. Fleisch und Beilage, beziehungsweise Fleischersatz und Beilage schon. Aber Fleischersatz funktioniert für mich. Ja? Also das Zeug auf Erbseneiweiß basierend und so weiter und so fort, das kann ich schon essen. Und wenn das jetzt auch langsam, und da gibt es auch einen schönen Trend in die richtige Richtung, dass das ja jetzt langsam etwas günstiger wird. Als das noch neu war, war das ja unbezahlbar. Da hast du lieber ein Rindersteak gekauft, weil das kostet dasselbe. Ja, das war dann auch, das kam mir auch dämlich vor. Ich habe das dann probiert, aber im größeren Stil gekauft hätte ich das nicht, weil das ist einfach bescheuert, wenn das so viel Geld kostet, obwohl es das eigentlich nicht sollte, weil es ja eigentlich viel günstiger sein müsste, weil es ja viel weniger Ressourcen drinstecken sozusagen. Daher ist die Entwicklung, dass es das Zeug langsam auch in günstig gibt, eine sehr erfreuliche und wie gesagt, die werden geschmacklich meiner Meinung nach immer besser. Ja, das muss der Veganer nicht fressen. Das ist gedacht für Omnivore wie mich, also auch Fleischessende, die eben weniger Fleisch essen wollen, aber möglichst wenig davon merken, dass sie weniger Fleisch essen. Ja? Und drum, für mich ist das toll. Im Übrigen, irgendwann haben wir vielleicht auch mal In-vitro-Fleisch. Das wird vom Markt bisher auch noch nicht so wirklich nachgefragt. Also Laborfleisch, zu gut Deutsch, würde ich sofort kaufen. Sofort, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich glaube da definitiv an die Wissenschaft. Dass die das hinkriegen, da sowas zu erzeugen. Das sind ganz normale Tierzellen, nur halt einfach außerhalb vom Tier vermehrt. Null Leid, null Nervenimpulse, kein Gehirn, das da mal irgendwie ein Bewusstsein hat bilden können. Das wäre eine ganz, ganz, ganz tolle Alternative bei deutlich geringerem Ressourcenverbrauch als die Kuh auf der Weide. Gut, reicht jetzt an dieser Stelle. Ja? Also mir geht es vor allen Dingen darum, Verzicht mit Leid ist blöd, wird sich nicht durchsetzen. Zweitens, die ethisch-moralische Notwendigkeit, Dinge zu töten, hat man nun mal als Tier. Und ich sehe nicht automatisch einen Grund, warum Tiere töten so furchtbar viel schlechter sein soll als Pflanzen töten. Kommt natürlich auf die Art und Weise an. Ja? Und Massentierhaltung ist trotzdem Kacke. Und wir sollten was Besseres entwerfen als Massentierhaltung. Und ich bin da auch noch nicht perfekt und das weiß ich auch, aber und vegan wäre besser, ja, ist so, aber ich kann damit leben, das nicht zu sein und ich habe da kein ethisch-moralisches großes Bedürfnis und schaffe es mit genügend, ein Stück weit sicherlich auch irgendwo Selbsttäuschung, da meine Defizite, was meine Ernährungsweise angeht, eben zu überleben, beziehungsweise damit halt zu leben und nicht dauernd drunter zu leiden, dass das halt so ist. Ja? Letzten Endes wird der nervige militante Veganer ethisch-moralisch wahrscheinlich immer recht haben, wird aber auch immer auf enormen Widerstand wegen eben dieser Friss- oder Stirb-Herangehensweise, du musst jetzt Veganer werden, sonst kriegst du in die Fresse gefühlt oder bist ein Mörder oder sonst irgendwie, wird immer Widerstand erzeugen. Ja? Weil gegen deine Lebensweise vorzugehen, jemand anders, der deine Lebensweise als Scheiße empfindet, erzeugt automatisch den Wunsch nach Widerstand, gegebenenfalls auch Hass. Und das Letzte, was wir in der Gesellschaft brauchen können, ist noch mehr vom Letzterem. Ja? Also daher halte ich veganen Aktionismus und Predigten in die Richtung, werd doch Veganer, ist alles viel besser,
für außerordentlich kontraproduktiv. Das schadet der Sache mehr. Das führt zu zwei Lagern, den Anti-Veganern und den Veganern. Und eigentlich sollte es einfach neben den Veganern lediglich ein "Ich esse ein bisschen Fleisch"-Lager geben. Das wäre sinnvoll. Ja, zumal ein bisschen Fleisch, mal abgesehen davon, dass das Ernährung physiologisch durchaus Vorteile hat und wir das immer schon so gegessen haben, ja, man kann natürlich hier auch, ja, das ist ein Traditionsargument. Traditionsargument bedeutet, war schon immer so, muss also weiter so sein. Ist natürlich Mumpitz, logisch inkonsistent, weil da liegt ein Ast, ein Stamm, ja, wenn ich den wegrolle, liegt er da nicht mehr. Das heißt, der lag da schon immer, der muss da liegen. Ja, wenn ich ihn aber wegrolle, dann liegt er da nicht mehr. Ist das jetzt falsch? Kann ich das jetzt nicht machen, weil der da schon immer lag? Ja? Traditionsargumente sind im Grunde dämlich. Aber so funktionieren wir Menschen nun mal. Und niemand, ich nicht, du wahrscheinlich auch nicht, ist immer bereit, nur nach Logik und gesundem Menschenverstand zu handeln. Hin und wieder muss da auch mal ein bisschen Emotion zugelassen sein. Und wir werden auch auf keinen Fall eben eine Änderung herbeiführen. Wenn wir zu viel vorschreiben, das merkt man ja ganz wunderbar, dass das immer einen riesen Aufschrei gibt, wenn irgendwas Neues verboten werden soll, egal wie sinnvoll dieses Verbot auch sein mag, es gibt erstmal einen riesen Aufschrei. Was? Ein Verbot? Nein! Freiheit! Dummes Zeug zu tun! Ich habe das Recht, dämlich zu sein! Ja? Und das ist aber auch so. Ja? Wir brauchen einfach ein Stück für ein gesellschaftlich funktionierendes Zusammenleben irgendwo das Recht, auch mal dämlich zu sein. Bin ich ganz oft, ihr wahrscheinlich auch. Und das muss man irgendwo, das funktioniert nicht anders. Nur Vernunft geht nicht. Das wäre mal in der Politik schön, das ist in der Wissenschaft auch notwendig. Aber im privaten, normalen Alltagsleben kann niemand immer nur vernünftig sein. Niemand. Ja? Da müssen wir uns irgendwann mal durch Roboter ersetzen oder sowas in die Richtung. Wäre wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste. Gut, ich hoffe, das ist irgendwie nachvollziehbar. Letzten Endes, Sachargument, nicht Veganer zu sein, gibt es nicht. Also das krasse Sachargument. Ja? Außer die enorme Spaltung, die es mit sich bringt, jeden dazu zwingen zu wollen. Vielleicht. Ja? Und die Begründung, die ethisch-moralische, dass Tiere töten böse ist. Ja, dann ist Töten an sich böse. Aber Töten gehört nun mal zum Leben dazu. Und essentiell, die Grundlage von dem, woraus wir bestehen und das, was uns am Leben erhält, ist Töten. Punkt. Ja? Das wird sich vielleicht eines Tages ändern lassen, ja, wenn wir nämlich wirklich sterile Pflanzen züchten, die nichts anderes umgebracht haben, während sie gewachsen sind, oder wirklich eben das berühmte Laborfleisch, das ja letzten Endes ohne das Sterben von irgendeinem Lebewesen erzeugt werden kann. Inzwischen geht das auch technisch. Vorher hat man noch Kälberserum gebraucht, zum Beispiel für synthetisches Rindfleisch. Das braucht man jetzt nicht mehr. Das geht jetzt tatsächlich komplett ohne Tiere töten. Aber jetzt komme ich vom Hundertstel ins Tausendstel. Ich hoffe, wie gesagt, die Botschaft ist einigermaßen klar. Für mich funktioniert das alles so. Paar Logiklöcher, paar Inkonsequenzheiten, aber bin ein Mensch, na? Ihr auch, ist halt so. Ciao.